Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Bevor wir loslegen, es wird seltsam. Die Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition, aber dumm. Das Projekt ist allein schon dadurch relativ gekennzeichnet, dass ich schon zu blöd war, mir die Blätter richtig auszudrucken. Und deswegen sind sie jetzt doppelseitig und auf einer Seite ist die Schrift auf dem Kopf im Vergleich zur anderen. Ja, und so wird das Projekt. Für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist ein Teil meines 200-Abonnenten-Specials. Es ist meine erste Fanfiction, aber nachdem ich sie durch einen Textumschreibegenerator und mehrere Sprachen in Google-Übersetzer gejagt habe. Ich habe lange für diese Kombination gesucht. Da ich eine Kombination gebraucht habe mit allen anderen, kamen keine gescheiten deutschen Sätze raus, mit der hier schon. Nur haben sie einen komplett anderen Sinn. Das meiste kenne ich selber nicht. Ein, zwei Sätze habe ich selber gesehen, aber ich habe extra darauf geachtet, beim Erstellen nicht zu sehen, was kommt. Und ich werde jetzt versuchen, diese Geschichte so seriös wie möglich über ein paar Folgen verteilt vorzulesen und ich werde dabei Anfälle kriegen. Was es für mich noch schwerer macht, ist, dass, anders als ich es normal mache, nicht die Stimmen der Charaktere mit Farben markiert sind, weil das im Google-Übersetzer und so logischerweise nicht ging. Dieses Projekt wird wie die regulären Walross-Editionen immer Samstag und Mittwoch kommen, außer ich sag was anderes. Ich denke, also die Folgen werden auch so normal lang. Ich mache einfach so lange, wie ich gerade Bock habe immer. Weil die Kapiteleinteilung ist halt dieselbe wie im Original mit viel zu kurzen Kapiteln. Und ich würde sagen, wir legen los. Pokémon Mysterious Dungeon Walross Edition. Teil 1. Bist du müde? Geht es dir gut? Dies sind die ersten Worte, die ich hörte, als ich in diese Welt eintrat. Vor nicht allzu langer Zeit hörte ich eine Stimme, die sagte, ich solle die Pokémon-Welt retten und nur Leute wie ich können das. Ich werde alles auch Wort für Wort vorlesen, wie es hier steht, das heißt, wenn Grammatikfehler oder so drin ist, den lese ich mit. Als ich meine Augen öffnete und mich umsah, hatte ich einen Vulpix vor mir. Oh, es hat Vulpix beibehalten. Du bist endlich aufgewacht. Als du plötzlich aufgestanden bist, bin ich nach Silberdorf gegangen. Wer bist du? Ich tat dies, weil ich nicht weiß, warum ich alles verstehen kann, einschließlich der Vulpix-Sprache. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kannst du es noch melden? Dieser Mann scheint ein bisschen verzweifelt zu sein. Oh, entschuldige. Okay. Jetzt mal ruhig. Ich habe gesehen, dass der Name Günther tatsächlich der einzige war, der wirklich häufig anders war nach dem Übersetzen, aber Gent? G-E-N-T. Ich bin Gent. Wo bin ich? Ich bin Lord Ecke. Sie sind an der Spitze von Silberdorf und Frühlingswald. Ich wohne dort. Keiner dieser Tage hat mir geholfen. Ich habe noch nie von so einem Ort gehört. Watti. Nee, schon englische Aussprache, wie es geschrieben ist. Watti. Jedes Pokémon kennt Hilberdorf. Es ist die größte Stadt in der gesamten Region. Ich werde es später beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass ich trotz vieler Dinge offensichtlich ein Mensch bin, kein Pokémon. Stimmen Sie wirklich zu? Warum siezen sich alle auf einmal? Du siehst aus wie ein normaler Kanimani. Ich war überrascht zu sehen, dass die Größe auf ihn aufpasste und bewies, dass ich ein Pokémon war. Aber okay, ich versprech's dir. Ich weiß mehr als je zuvor. Wirklich? Ich glaube nicht, dass ich daran glauben werde. Was? Also ein paar von diesen Zitaten könnte ich ja als Memes in den Kanal einbauen. Ich glaube nicht, dass ich daran glauben werde. Ja, ich glaube dir. Ich habe lange zugesehen. Ich habe Pokémon getroffen, wir haben Freunde gefunden und wir können es... Was? Dieser Satz.
Diese Aussage, ich habe lange zugesehen, ich habe Pokémon gefunden, wir haben Freunde gefunden und wir können es beenden. Vor dem Absturz ist die Welt verloren, aber dann verloren, aber jetzt nicht. Wenn sie sollen, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, können sie zuerst zu mir nach Hause kommen. Als ich ein Pokémon war, war mein Rat gut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Schlimmste ist, es hat sehr viele Gänsefüßchen weggemacht. Ich habe keine Ahnung, wann wörtliche Rede ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll, und dann kann ich es dir sagen. Aber Lord Ecke, ich denke nicht, dass wir ihnen sagen sollten, dass ich ein Mensch bin. Ein richtiger Satz. Glaub es nicht. Ich fand ihn ein wenig glücklich, aber er stimmte zu. Kapitel 2. Das wird jetzt nicht echt eine Sache. Hier steht jetzt nochmal Hilberdorf. Ich glaube, hier wechselt sich Silberdorf und Hilberdorf ab. Kapitel 2. Die Freunde von Hilberdorf. Lord Ecke hat es in die Stadt geschafft, als er sein Geschäft in Silberdorf verkauft. Also ich finde das super mit dem Hintergedanken. Geschäft in Form vom Stuhlgang. Silberdorf ist wirklich klein, aber die dort lebenden Pokémon sind sehr nett. Lord Ecke war bereit. Er warf mich am Fuße eines großen Berges. Ich merk's, ich kann das sehr seriös vorlesen. Zwei Pokémon stehen über ihm und reden. Sie haben uns noch nicht gesehen. Bevor ich Lord Ecke fragte, wer diese Pokémon sind, kam er nicht einmal hoch. Jetzt tat er es nicht, was ich schrieb. Ich hatte keine Eile, also ging ich in jeder Hinsicht auf den Berg, als der in der höchsten Position bleibt, es normalerweise gerade. Ich hörte Lord Ecke bald mit zwei Pokémon sprechen. Bist du wieder bei Lord Ecke? Bist du wieder zu spät? Was wird dieses Mal deine Zeit sein? Nein. 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 Den nächsten Satz glaubt mir jetzt keiner. Nein. Ich beende es hier. Ein Pokémon ertrank am Kreuz und natürlich half ich ihm zuerst. Was? Ein Pokémon ertrank am Kreuz. Nein. Ich glaube nicht, dass sich die Situation nach der Aussage von letzter Woche verschlechtern wird. Da sagten sie, sie wären verloren. Sie sind seit vielen Jahren hier. Ja, ich weiß, aber dieses Mal meine ich es ernst. Das mit den Stimmen habe ich jetzt schon aufgegeben. Ich fand Lord Ecke sehr verärgert, also machte ich einen Schritt. Es sagt die Wahrheit. Bis jetzt hatte ich Floink und Bulbasaur nicht ungesehen gesehen. Lord Ecke war sich sicher. Weißt du, ich sage die Wahrheit, das ist Gunther. Okay, das ist Bulbasaur. Aha, das hat den englischen Namen für Bisasam behalten. Was? Ich bin Floink. Freut mich zu lernen, dich zu kontrollieren. Was? So richtig der geisteskranke Wissenschaftler oder so ein Bums. Freut mich zu lernen, dich zu kontrollieren. Lord Ecke sagte, wir müssten leise gehen, weil es dunkel war und wir viele Stunden in den Bergen verbracht haben. Also gingen wir hinaus. Als wir dort ankamen, aß er etwas und zeigte mir 4 Blocks. Die Mauer, relativ klein und einfach, aber sehr bequem. Schließlich warf er mich in einen kleinen Raum. Der soll... Oh, nee, das war die dritte Seite. Ich habe ja auf die Rückseite. Aber was hat ein Lord Ecke? Warum wirft der Gent überall hin? Schließlich warf er mich in einen kleinen Raum, der hauptsächlich aus einem Bett und einem Fenster bestand. Sie können hier sitzen. Bis morgen. Diese Worte hinderten ihn daran, den Raum zu verlassen. Was? Also hier, dieses Blatt, das ich hier habe, machen wir noch fertig. Wir haben legit erst die Vorderseite von einem. Aber ich habe eine kleinere Schrift als in der Original-Valros-Edition, also. Kapitel 3. Gefahr. In dieser Nacht konnte ich nicht gut schlafen. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich ein Pokémon vor mir. Gint. Mit I dieses Mal. Kannst du mich hören? Dunkel. Du. Hoffnung.
Ich konnte nicht mehr verstehen, aber ich wusste, dass es ein Pokémon war, das mit mir sprach. Am nächsten Tag beschloss ich, Lord Ecke zu fragen, was sie wüsste. Digga, das Programm weiß mehr über die Walrus-Edition als die meisten Zuschauer. Als ich endlich einschlief. Also wer es nicht weiß, Original Team Himmel Let's Play. Lord Ecke ist ein Vulpix, aber Vulpix konnte nur weiblich sein. Da hatte ich einfach drauf geschissen, aber... Am nächsten Tag, als ich aufwachte, war es noch dunkel. Ich hörte jedoch Lord Ecke in dem anderen Raum und beschloss aufzustehen. Wie ich immer erwartet hatte, ist es schon lange weg. Sonnenuntergang. Gunther, schläfst du gut? Ich beschloss ihn zu fragen, was ich sehe. In deinem Traum? Nun, Eckern, nun, jetzt muss ich Ihnen einige Informationen über die... Was? Über die Dunkelzirkulation geben. Richtiger Allmann. Sie haben vielleicht gehört, dass es lange Zeit dunkel war, aber das Licht in der Sonne ist zu viel. Das liegt an einem Pokémon namens Necrozma. Digga, sogar der Akzent auf Pokémon hat's hier hinzugefügt, aber als einziges Mal. Dies ist ein legendäres Pokémon, das dem Licht folgen kann. In unserer Gegend wird die Dunkelheit größer. Es wird zerstört und es wird kein Sauerstoff mehr übrig sein. Kurz gesagt, dies wird das Ende der Welt sein. Das Problem ist, dass die Macht des Nekromanten nicht erhöht wird. Nur ein Pokémon hat eine Chance zu kämpfen, aber es scheitert. Also sucht er nach Pokémon, das ihm helfen kann. Sei hilfreich gegen den Nekromanten. Dies ist der Name dieses Pokémon Latias. Er kann mit dir in einem Traum sprechen. Das Problem ist, dass keine menschliche Seele weiß, wo er ist. Sehr gut, dass alle anderen Pokémon-Seelen sind, ne? Hilfe. Ich frage mich, was Lord Ecke gesagt hatte. Schließlich realisierte ich meine Arbeit in einer solchen Welt. Ich wusste, ich musste Latisan finden. Alter, wir haben Anime entwickelt. Latisan und Necrozma fortsetzen. Ich verstehe nur nicht, warum Latias mich von Lord Ecke ausgewählt hat. Zu guter Letzt hat er die Welt schnell gerettet. Vor allem aber habe ich keinen Job verpasst. Ich weiß nicht, warum Latias mich gewählt hat, aber ich weiß, dass es einen Grund gibt. Und ich möchte das nicht zulassen. es ist schlimmer, als ich dachte. Was ist das? Okay, ich habe gerade die übernächste Zeile gesehen. Was? Kapitel 4. Singende Erinnerungen. Erst einmal, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie das Kapitel im Original hieß, aber garantiert... Nee, das war aber nicht ein seltsamer Schatten. Das war ein seltsamer Schatten. Singende Erinnerungen. In den nächsten Tagen versuchte ich auf diese Weise mehr über Latias herauszufinden und sie kannte keinen der Todesfälle in Silberdorf. Was? Ich erfuhr, dass sie zuvor mit Necrozma gearbeitet hatte. Necrozma lernte und Latias war für ihn eine Form der Kommunikation mit der Außenwelt. Trotzdem soll der Nekromant eines Tages verrückt geworden sein und begonnen haben, Dunkelheit zu beschwören. Latias versuchte ihn aufzuhalten, war aber erfolglos. Als ich die Information aller Latasia sah, bat ich Lord Ecke mir zu erklären, warum der Berg für ihn so besonders war und warum er dort war, um Floink und Bulbasaur zu sehen. Er begann zu sagen, nun, ich bin hier nicht weggegangen. Ich kam aus einer Stadt in einem anderen Teil unseres Landes. Zu dieser Zeit war ich dort, um die Welt mit ihm zu retten. Ich wusste, dass er kommen würde, was es bedeutete, und verstand. Sie wollte wirklich nicht berührt. Okay, das nimmt hier ganz seltsame Formen an, würde ich sagen. Als es verschwand, beschloss ich, dieses Gebiet zu verlassen. Ich konnte es nicht mehr tun. Ich musste über alles nachdenken, was wir jeden Tag erleben mussten, und ich konnte nicht mehr so leben wie früher. Also ging ich hierher. Es ist wichtig, dass ich an einen solchen Ort komme. An diesem Tag habe ich gelernt, Vollzeit bei Floink und Bulbasaur zu arbeiten. Also jetzt mal im Ernst, das steht da. Das steht da echt, auf so eine Scheiße komme ich nicht.
und bin dann mit ihnen befreundet, damit die ganze Stadt dort sehen kann. Und sie können den Spiegelsee-Feuertempel neben dem Dorf genießen. Ein beliebter Ort in der. Punkt. Es war unsere Zeit zu glauben, dass wir uns auf diesen Berg treffen würden, damit nicht alles passieren würde, was zu dieser Zeit passierte. Vergessen. Nachdem Lord Ecke mir das erzählt hatte, wollte ich unbedingt wissen, wann ich verkaufen soll. Kommt, wir machen jetzt noch das Kapitel fertig, auch wenn es länger wird. Wie schlimm es ist. Ich habe das Gefühl, dass ich einige dieser Dinge tun muss. Aber wenn ich auf diese Welt komme, verliere ich mein Gedächtnis und weiß nichts über meine Zukunft. Sehr philosophische Aussage. Abgesehen von diesen Ereignissen vergehen Tage und sie haben keine Besonderheiten. Also dieses Projekt wird jetzt nicht so lang. Ich weiß, 28 Blätter hat das. Wir haben hier jetzt 28 Seiten. Wir haben 2,5 heute gelesen. Könnt ihr dann ja einschätzen. Vielleicht 13, 14 Folgen. Mehr als ich dachte. Egal. Ah ja, ich sehe schon. Abgesehen von diesen Ereignissen vergehen Tage und sie haben keine Besonderheiten. Aber was ist eines Nachts passiert? Ich versuchte zu schlafen, aber wie am ersten Tag konnte ich nicht aufwachen. Genau so rum. Es war dunkel. Und ich hörte ein seltsames Geräusch. Gleichzeitig dachte ich manchmal, ich hätte die Chips gefunden. Super. Digga, das ist das Geilste. Also komplett aus dem Kontext. Ich werde dann in meinen nächsten Videos solche Insider-Jokes bringen, die keiner versteht. So unter dem Motto, irgendwann zwischendrin komme ich einfach, ich dachte kurz, ich hätte die Chips gefunden. Mann. Ich versuchte mich davon zu überzeugen, dass ich alles dachte. Aber ich wusste, dass diese Stimmen da waren. Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich ein seltsames Blau vor mir. Dann sah er, dass ich aufgewacht war und warf ihn raus. Ich weiß nicht, wie viel Zeit seit dieser Nacht vergangen ist, aber ich war wieder in der Zelle, als ich aufwachte. Mein Kopf tut weh und wenn ich mich umsehe, sehe ich einen Sorua. Er stand vor der Zelle und sah mich an. Plötzlich gibt es eine Wache. Also wie auch immer, du bist endlich müde geworden. Ich muss mich beim Meister melden. Diese Worte ließen ihn aus dem Raum. Als ich mich umsah, befand ich mich in einer Höhle. Ich wollte wissen, was passieren würde und sah nur eine Alternative. Meine Nekrose wurde entführt, um meinen Weg frei zu machen. Oh mein Gott, was für ein unfassbar hinterhältiger Plan, seine Nekrose zu entführen, um seinen Weg frei zu... Was zum Fick? Es war klar, dass er kontrollierte, was passiert war. Als ich plötzlich ein Nein! 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 Das steht da nicht. Als ich plötzlich einen steinigen Stein daneben sah, da steht legit ein steiniger Stein, suchte ich nach einem Ausweg. Da die Zelltür komplett aus Holz bestand, beschloss ich, sie aufzubrechen. Es funktionierte, wie ich erwartet hatte. Ich habe die Gelegenheit genutzt. Als ich aus der Höhle kam, merkte ich, dass ich auf dem Hügel war. Ich habe einen großen Wald vor mir. Ich hörte ein Summen in der Höhle und fiel in den Wald. Kapitel 5. Zuletzt. Neulich ging ich im Wald spazieren. Ich habe keine Sorua oder andere Nikrosma-Bergleute gefunden. Gezwungen. Punkt. Ah ja. Ich weiß nicht wohin und wo Silberdorf ist. Eines Nachts erschien mir Lati jedoch wieder in ihrem Traum. Ey, komm. Also, wie viele verschiedene Namen wollen wir Günther noch geben in dieser Geschichte? Jetzt haben wir Quent. Quent, kannst du mich hören? Ja, ich habe deine Stimme gehört. Stark und klar. Wo bist du? Was ist passiert? Nekrosmas Sklaven haben mich verhaftet. Ich trat zurück und wurde in einem fremden Wald gerettet. Nur in einem Berg. Plötzlich verschwand sie wortlos. Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, beschloss ich fortzufahren
um nicht herumzugehen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Am nächsten Tag begann ich zu planen. Ein richtiger Satz. Trotzdem wird der Wald niemals verschwinden. Und schon war's das wieder mit normalen Sätzen. Plötzlich traf ein Blitz meine Schultern. Sorry, dass ich mich über einen normalen Satz gefreut hab. Ich wartete darauf, dass Necrozma Sklaven einen Angriff unternahmen und sich auf den Krieg vorbereiteten. Alles klar, World War 3 in Pokémon. Auch Wayi. Jetzt, was ist das? Buchstabiert. W-A-Y-I. Auch Wayi ließ ein paar Minuten entfernt einen Grabstein liegen. Es war eine Erleichterung, als ich es sah. Was? Lass uns ruhig sein, ich will nicht kämpfen. Ich lehnte mich zurück und fragte, was er hier mache. Ich gehe nach Silberdorf, aber ich kann es nicht selbst tun. Ich bin sehr schwach. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, was ich für mich tun soll. Ich helfe so viel ich kann, aber ich weiß nicht, wohin ich gehe. Also haben wir gemeinsam an der Eröffnungsfeier teilgenommen. Ein neuer Starbucks hat eröffnet in Silberdorf. Den letzten Teil mit Starbucks habe ich hinzugedichtet, den Teil mit der Eröffnungsfeier nicht. Die Reise dauerte mehrere Tage. Ich habe mehrmals gefragt, wie weit Silberdorf ist, aber die Antwort, die ich erhielt, war irrelevant. Es ist nicht zu weit. Die Antwort ergibt sogar fast Sinn. Langsam begann ich, mir Sorgen zu machen. Unser Kämpfer gegen die anderen Pokémon macht Chillast-Behauptungen, weil sie gut spielen. Ach so. Das ergibt natürlich gar keinen Sinn. Eine Woche später erreichten wir immer noch unser Ziel. Aber diesmal kann er mir mehr sagen. Morgen sind wir da. Als wir am nächsten Tag blieben, ging unsere Reise weiter. Nach 3 Stunden Demonstration erreichten wir den Tisch. Alles klar, nach Fridays for Future noch kurz zu Meckes, oder? Weiter gab es hier nichts anderes. Aber das ist eine Sackgasse. Wo ist Silberdorf? Ich sah, was sich hinter mir abspielte, und Chillasts Stimme veränderte sich zu einer anderen. Aber es schien mir sehr. In Ordnung. Naha. Hä? Du bist richtig gemacht. Sie veränderte sich und sah wieder aus wie ein Sorua. Ich war unglücklich, weil ich nicht dachte, dass Sorua sich ändern könnte. Das hinzugefügte Pokémon kam aus der Schachtel. Es gab auch 2 Sorua und 2 Zoroastrians. Was sind Zoroastrians? Wisst ihr was? Google. Zoroastrianismus gibt's hier. Es gibt Zoroastrianismus. Der Zoroastrianismus ist eine Religion mit noch heute 120.000 bis 300.000 Anhängern, die vermutlich in Baktrien im östlichen Ort Irland entstand. Woran glauben die denn? Sie kennen mehrere Götter. Das ist einfach irgendeine komische Religion. Alles klar. Hier wird's jetzt religiös. Seht ihr, Bildung am Start. Ich weiß, dass ich diesen Krieg nicht ausnutzen kann, aber ich habe keine andere Wahl. Anfangs konnte ich mit meinen Feinden mithalten, aber sie schienen meine Angriffe loszulassen. Ich gab alles, aber mit der Zeit ließ meine Kraft langsam nach. Nach einer Weile verlor ich meine letzte Kraft und starb. Sehr schön, also danke, dass ihr dabei wart. Das war's mit der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition in Dumm. Die Geschichte ist an dieser Stelle zu Ende.
Quent ist leider gestorben. Ich habe alles auf verschiedene Arten beendet. Ah ja. Kapitel 6. Eine Vision des Glaubens. Als ich wieder aufwachte, hatte ich starke Schmerzen. Ich akzeptierte mich in dieser Hinsicht. Sehr gut, Selbstliebe ist auch wichtig. Anfangs stellte ich fest, dass all meine Wunden repariert waren. Ich fand ein Zimmer, das ich kannte. Fenster, Bettwäsche und mehr. Ich bin bei Lord Ecke. Alles war verletzt und ich hörte nicht auf. Hä? Das nächste Mal hörte ich zwei Stimmen aus dem anderen Raum. Plötzlich betrat Pokémon den Raum, den ich kannte und den ich nicht wollte. Das war, glaube ich, der schlechteste Satz hier bisher in dieser Geschichte. Plötzlich betrat Pokémon den Raum, den ich kannte und den ich nicht wollte. Ah, du bist endlich aufgewacht. Du bist lange Zeit in Ohnmacht gefallen. Dies war das erste Mal, dass ich mit jemandem einen Latias gesehen hatte. Das ist ganz seltene Spezies. In der Regel so in der Sahara treiben die sich oft rum. Er machte sich auf die Suche nach Lord Ecke. Zur gleichen Zeit, als ich mich aus der Tür schob, dachte ich nach. Ich war noch immer machtlos und hatte Schmerzen. Zumindest denke ich so. Ich hörte eine Stimme. Du bist wach. Glücklich. Beim zweiten Mal fand ich einen Bereich, auf den ich keinen Zugriff hatte. Übrigens sieht es gut aus. Das war jetzt eine ganz wichtige Info. Es ist eine lange Wartezeit. Alles klar, Deutsche Bahn, oder? Ich habe dort zwei Pokémon gesehen. Einer von ihnen ist gerade gestorben. Sehr gut. Innerhalb von gefühlt 2 Minuten haben wir hier jetzt schon 2 Tote. Okay, wer die Original-Virus-Edition kennt, Achtung, wer nicht jetzt weghören, auch wenn man eh kein bisschen versteht, eigentlich ja nur einen, aber... Hey, er ist tot. Ich habe versucht, mit ihnen zu sprechen, um zu verstehen, was passiert ist, aber sie konnten mich eindeutig nicht sehen. Ich versuchte mir selbst zu erklären, warum das alles so glücklich in meinem Denken war. Vor 2 Zeilen hast du gesagt, dass einer gestorben ist. Und jetzt, warum war alles so glücklich? Ist Quent irgendwie ein Psychopath? Plötzlich hatte ich einen... Das muss ich wieder googeln. Einen Brain Dane. Einen Brain Drain. Brain Drain Definition. Komm. Brain Drain. Was bedeutet... Sag mal, ich bin hier auf duden.de und die wollen mir hier einfach nur Cookies reinballern. Abwanderung von Wissenschaftlerinnen in unter anderem hochqualifizierten Arbeitskräften ins Ausland, wodurch dem Auswanderungsland Fachkräfte und Wissen verloren gehen. Will Quent damit jetzt sagen, dass er gerade noch blöder geworden ist, oder? Meine Gedanken kommen zurück. Beim nächsten Mal wurde ich wieder schwarz und hörte eine neue Stimme. Hallo, bist du müde, okay? Kapitel 7. Anfangs alles. Meiner Meinung nach ist dieser Sound besonders interessant. Ich war es leid, aufzuwachen, wieder klar zu sehen, dass ich vom Krieg verwundet wurde. Sind wir hier jetzt im fucking Weltkriegsszenario? Sind wir hier in der Valorant Edition 3 oder was? Oh, stimmt. Das hatte ich ja gar nicht so hochgeladen. Jetzt versteht keiner, was ich meine. Fun Fact, die ursprüngliche Idee der Valorant Edition 3 war tatsächlich, dass die Geschichte in der Nachkriegszeit spielt. Und ja, das hört sich seltsam an. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video drüber. Wo waren wir? Als ich mich umsah, sah ich die Gegend. Die Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Frühlingsbaum.
Lord Eek stand vor mir. Sie sind aufgewacht. Als sie plötzlich auftauchten, wollte ich nach Silberdorf. Wer sind sie? Das war der Tag, an dem ich in eine solche Welt kam. Als Lord Eek mich fragte, wer ich sei, wurde ich getäuscht. Du kennst mich, was ist los? Er sah mich verwundert an. Ich weiß nicht, was los ist. Wie kann ich dich kontrollieren? Du hast mich gerade verlassen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der das lustig findet. Einfach so komplett die Vorstellung. Da steht so Lord Ecke aus der Walrus-Edition des Vulpix, guckt ihn so verwundert an und fragt dann so, ich weiß nicht, was los ist. Wie kann ich dich kontrollieren? Du hast mich gerade verlassen. Warum? Weiter geht's. Ich war überrascht, weil ich weiß, was passiert ist. Naha. Warum ist da das am Ende des Satzes? In meiner Freizeit gab ich etwas zurück. Oh, das ist nicht nötig. Lord Ecke sah mich immer erstaunt an, aber am Ende sagte er, ich weiß nicht, worum es geht, aber du siehst nicht böse aus. Du bist verletzt, wenn du es tust. Wenn du willst, sie können mir einen Scherz machen. Natürlich nahm ich das Angebot an und wollte erfahren, warum ich hier war. Also half Lord Ecke mir, zu seinem Haus zu gelangen, wo ich dort zu Abend aß. Gleichzeitig fragte ich mich, wer mich hierher brachte und warum mich die seltsamen Geräusche ärgerten. Mich ärgern seltsame Geräusche auch, das ist kein Wunder. Die Latino-Abstimmung spielt keine Rolle mehr. Gint, hör mir zu, die Zeit ist knapp. Du bist am Anfang für allen. Ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Du kannst dein Schicksal nicht erfüllen, weil der Schaden im Kampf tödlich sein wird. Sehr gut! Heißt das, dass etwa Gint noch ein drittes Mal stirbt? Wenn sie dies nicht tun, kann ich ihnen nicht mehr helfen und die Welt wird verschwinden. Die Zukunft verändert sich. Der Ton ging schnell verloren. Aber von dieser Erklärung wusste ich, was zu tun war, und ich machte einen Plan. Ich hatte die Gelegenheit, es zu tun. Dieser Krieg ist unparteiisch. Ich weiß, mein Plan ist völlig gefährlich und meine Erfolgschancen sind fast null. Aber ich habe keine Chance. Jetzt mal, was zur Hölle? Wie oft? Was will der Google-Übersetzer mir sagen, damit das hier so oft vom Krieg die Rede ist? Dieses Mal habe ich einen ganzen Tag damit verbracht, Daten zu sammeln, um mich zu aktualisieren. Günther Version 2.0 würde ich da mal sagen, Hust. Ich weiß sehr gut, dass alles funktionieren wird wie vorher. Nur von Latias hatte ich noch nichts gehört. Meine Wunde war direkt verletzt. Aber ich wusste, dass ich bei meiner Planung viele ernsthafte Verletzungen erleiden würde. Endlich eine lang ersehnte Nacht. In meinen Gedanken ist alles klar. Der schamlose Schatten schockierte mich. Digga, Alliteration ballert, jetzt müsst's nur noch Sinn machen. Och nö. Kannst du mal aufhören mit deinem fucking Krieg? Ich war nicht in den Krieg verwickelt gewesen, seit ich das Klingeln gehört hatte. Wenn ich kämpfe, werden sie mich angreifen und es wird enden. Also habe ich alles wie gewohnt gemacht. Ich kletterte, ging mit Hilfe des Waldes und trennte mich mit Nzorua. Ich habe sein Spiel gespielt und wusste, dass ich mich hier in der gleichen Situation wiederfinden würde und es enden würde, wenn ich kämpfen würde. Also reiten wir 2 Wochen und nehmen als Beispiel, bis wir den Mund erreichen. Ich stellte mich auf den Tisch und sagte ohne hinzusehen, jetzt ist es Zeit, mir zu sagen, dass du Nzorua bist und dass dein Freund vergessen ist, oder? Was? Hobaba? Was? Okay, das ist nicht mal mehr ein Wort. Hobaba. Wirklich, H-O-W-A-W-A. Hobaba. Oh, das ist egal. Es begann also alles mit der Entscheidung. Ich sah den Feind an. Sie schienen besonders nervig zu sein. Denn zumindest wusste ich, dass sie mich schlugen und sich gegenseitig schlugen. Was? Ich glaube, die sind genauso verwirrt wie ich gerade. Ich sah sie auch an und ging langsam zurück.
Ich erlaube nicht die richtigen Kämpfe. Nach verschiedenen Schritten wurde mir klar, dass ich gefallen war. Bisher hatte mein Plan funktioniert. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich im Herbst anfange und weniger Schaden anrichte als im Krieg. Ich hatte Schmerzen und fühlte mich plötzlich blau. Kapitel 8. Antworten. Moment, das ist das erste Mal, dass das Kapitel sagt, oder? Nee, ist es nicht, ich bin nur dumm. Kapitel 8. Antworten. Ich ging wieder zum Lord-Ecke-Gebäude. Ich wurde wieder schwer verletzt, aber ich weiß, mein Plan hat funktioniert. Ich hörte wieder zwei Stimmen aus dem zweiten Raum. Aber was ist, wenn wir die Zukunft nicht ändern können? Gent, wie können wir dann Nekrose besiegen? Wir sollten keine Ahnung haben, dass es scheitern wird. Das ist wichtig, es wird scheitern, aber zumindest sollten sie keine Ahnung haben. Unsere Gewinnchancen werden gesenkt, also hoffe ich, dass sie es tun. Natürlich, ergibt Sinn. Tatsächlich muss er jetzt schon dagegen ankämpfen. Ich werde sehen, wie er abschneidet. Das nächste Mal kehrte Radias. Alter, einfach hier so. Wir sind wieder in der Steinzeit. Das Rad wird neu erfunden, Leute. Jetzt heißt es Radias. Das nächste Mal kehrte Radias in den Raum zurück. Sie sah mich kurz an und sagte mit einer verzweifelten Träne, du hast es geschafft, gute Arbeit. Nun betrat auch Lord Ecker den Raum. Ich weiß, dass du es kannst, Quint. Es ist alles in Ordnung, nur. Ich sah sie beide kurz an, stellte dann aber eine Menge grundlegender Fragen. Er dachte, bist du eine Latina hier? Wie siehst du mich? Warum will Nick Crossmore mich aus Schwierigkeiten herausholen? Digga, Mann, Gent, was soll denn das? Du spoilerst ja die Geschichte. Lord Ecke schwieg plötzlich. Latias begann zu sagen, nun, ich erzähle dir alles, was du weißt. Danke. Danke. Alles, was du weißt, den Rest musst du nicht wissen. Lord Ecke stand aus dem Raum auf. Nach einer Weile kam er wieder zu mir und sagte zu seinem Onkel, zuallererst hast du von allen Seiten Hunger. Du bist für ein paar Wochen frustriert. Was ist das? Ich meine, war ich gefühlt nach der letzten Folge Mystery Dungeon Redder Team DX. Ich weiß nicht, ob ihr noch eine andere habt, die mit Zapdos. Aber hey. Dann fing Latias an zu reden. Also so haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Wir haben uns vor ein paar Tagen mit ihnen in Verbindung gesetzt. Digga, Latias spricht immer so in diesem Plural über sich selber. Sie haben ein Gebiet für mich eingerichtet und ich kenne ihren Platz. Der Baum wird als spiritueller Wald bezeichnet und wird von vielen Menschen genutzt. Also, in diesem Satz war alles falsch. Was falsch sein konnte. Es geschehen so viele wundervolle Dinge. Niemand weiß, woher sein Name kommt. Er sagte nur, er würde dem Auserwählten helfen, den Weltfrieden aufrechtzuerhalten. Ach, das hat der Wald gesagt, der aus einem Baum besteht. Aber es ist nicht allzu nützlich, dass ich Lord Ecke kontaktiert habe. Und dann, jetzt kommt wörtliche Rede. Ich legte ihre Hand. Ja, ich möchte auch fragen, woher kennst du dich? Woher kenne ich mich? It all started at the day I was born. Digga, der Joke war so scheiße, ich weiß, aber... Sagst du mir, du bist aus Latia oder ihrer Lot-Ecke-Umgebung? Was wusstest du? Er sah erstaunlich ins Gesicht und fing an zu schlagen. So, falls man es nicht gehört hat, ich sitze auf meinem Bett, wenn ich vorlese, ich habe da hingeschlagen. Ich denke, ich sage es dir besser. Erstens, Lord Ecke hat gelogen. Er weiß, wo ich bin, er sagt es dir nicht. Wenn du nur lügst, um zu sehen, wo ich bin, kann er es nicht kontrollieren. Nekrose ist überall. Sie suchen mich überall. Als ich ankam, Lord Ecke und erlebte alles von meinem Ex-Freund. Alles klar, ich wusste gar nicht, dass Latias eine Beziehung hatte. Gut zu wissen, ich dachte, wenn man die Geschichte schreibt, wüsste man eigentlich alles über die Charaktere.
Als ich sah, dass er beschlossen hatte, in die Gegend zu gehen, beschloss ich ihn zu fragen, wann es kam. Kurz nachdem er ins Dorf gekommen war, ging ich in den Wald, um ihn zu empfehlen, um das Licht der Welt zu retten, stimmte er zu. Er ist jetzt meine rechte Hand, gegen den Nekromanten zu kämpfen. Das sollte auch deine Frage erklären, warum ich hier bin. Als ich ihn aus dem Raum holte, war ich in Lord Eckes Gespräch. Als ich Latias fragte, ob sie nichts gefunden habe, sagte sie nur, dass sie zu Beginn des nächsten Gespräches lief. Hä? Also, das muss man nicht verstehen. Nach einer Weile beschloss ich, mich wieder mit ihm in Verbindung zu setzen. Latias fuhr mit seinem Kommentar fort. Nein, nein, das kann nicht sein. Ihr wisst nicht, was ich gerade sehe. Das übernächste Wort. Nekrosma ist richtig da geschrieben. Sogar die Rechtschreibung passt. Für Nekrosma war es für Pokémon normal und er untersuchte das Phänomen in der Gegend. Eines Tages wirkte er verrückt und plötzlich begann seine Kräfte und sein Wissen, das ganze Licht zu verbergen. Ich wollte allein mit ihm sprechen, aber er hat mich plötzlich angegriffen und mich verletzt. Wir haben zusammengearbeitet, aber jetzt muss ich es sehen. Ich weiß, was mit dir in der Zukunft passiert ist. Ich kann deinen Himmel fühlen. Meinst du jetzt, weil Erkundungsteam Himmel, weil das ja so... Ne, guter Joke. Sie haben eine, von der ich nicht einmal weiß, aber sie sind die Tür der Dunkelheit. Anscheinend weiß ich wirklich so einiges nicht über die Geschichte. Das hört sich eigentlich nicht so an, als wäre Günther der Protagonist. Gut, ich lerne hier offensichtlich einiges. Nekrosma hätte alles verstehen sollen. Natürlich ist sein Ziel, sie aus Schwierigkeiten herauszuholen. Aber jetzt ergibt es Sinn. Nekrosma will Gent aus den Schwierigkeiten korrigiere. Der Nekromant will Gent aus Schwierigkeiten herausholen. Schließlich ist Gent die Tür zur Dunkelheit. Jetzt ergibt es alles einen Sinn. Nein, tut es eigentlich nicht. Endlich wusste ich die Antwort auf all die Zweifel, die ich immer noch machte. Meine Mission ist es, gegen Nekrosma zu kämpfen. Und das möchte ich auch gewinnen. Bevor Latias ging, fragte er. Warum immer er? Kurz, du hast doch keine Erinnerung, oder? Oder? Als ich es bestätigte, sagte sie mich. Nee, frag. Das war nicht der Übersetzer, ich kann nur kein Deutsch. Fragte sie mich. Gunther, ich weiß, dass es dir schwerfallen wird. Bitte sag Lord Ecke trotzdem keine Information zu diesem Thema. Aber warum? Glaube mir, ich weiß eine Menge Dinge, die du nicht weißt. In diesem Fall musst du mir glauben. Ich weiß nicht, warum so lange. Ja, frage ich mich bei der Deutschen Bahn auch immer. Kapitel 9. Erfassen. Die anderen Tage sind die gleichen. Das waren jetzt 6 Worte, die alle zusammen keinen Sinn ergeben haben. Die anderen Tage, Betonung auf anderen, sind die gleichen. Ich kann nichts tun, aber nichts tun. Es scheint, als ob Latias ohne Backup fehlte. Lord Ecke hat oft gefehlt. Alles war in Ordnung, aber manchmal hatte Floyd 2 Bulbasaur. Was? Was? Wenn ich mit ihm sprach, lernte ich nicht viel. Hä? Das ist genauso wie wenn man sich mit mir unterhält. Willkommen auf Günther aus der Dönerbude, dem Bildungsfernsehen im Internet. Beide sind schon lange mit Annos? A-N-N-O-S. Beide sind schon lange mit Annos befreundet, haben sie aber nie getroffen. Beide leben in Silberdorf und sind Nachbarn. Sie haben Lord Ecke an dem Tag informiert, als er das Feld betrat. Es wurde vereinbart, dass die drei sich verstehen würden. Aber als Lord Ecke nicht da war, sagten sie mir, dass sie normalerweise tagelang verschwinden.
So hatte ich das aber nicht geschrieben. Wenn sie ihn das nächste Mal fragen, wird er dies auch weiterhin tun, da er schon immer dort war. Er weigerte sich, darüber zu sprechen. Kurzfristig finde ich auch, dass sie von Tag zu Tag kürzer werden. Wer jetzt Floyd und Bisasam? Wie Lord Ecke mir sagte, die Dunkelheit wurde immer dunkler. Oh mein Gott, nein! Die Dunkelheit wird dunkler! Willst du mich irgendwie verarschen? 2 Wochen später kehrte ich gesund zurück. Wir waren uns alle 4 einig, dass wir uns um Mitternacht in den Bergen treffen würden, um unsere Planung fortzusetzen. Lord Eck ist in der Lage, Latias zu erreichen, um sich uns anzuschließen, solange er später einbezogen wird. Dann habe ich mich mit Lord Ecke in Verbindung gesetzt. Als wir dort ankamen, war niemand da. Nach 10 Minuten schwieg Lord Ecke. Das halte ich nicht für realistisch. Der braucht länger, bis er endlich mal die Fresse... Wo Floink und Bulbasaur? Das ist der Satz. Bisher waren sie unterschiedlich. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, dass sie auf unterschiedlichste Weise erscheinen würden. Aber als es eine halbe Stunde später war, wir beschlossen, mit ihnen das Haus von 2 Personen abzureißen. Sehr gut, jetzt weiß ich schon, was ich aufs Thumbnail machen kann. Wahrscheinlich wird der Titel dann sowas wie die Dunkelheit wird dunkler und auf dem Thumbnail seht ihr ein paar Pokémon, die ein Haus abreißen. Aber hey! Als wir ankamen, konnte keiner von uns glauben, was wir gesehen hatten. Die Tür wurde geöffnet. Oh mein Gott! Das Fenster wurde zerbrochen und alles drin stürzte ein. Ich sah eine Lücke zwischen den Reben. Ich habe es gelesen, weil Lord Ecke das Internet nicht lesen konnte. Wenn Sie Freunde wiedersehen möchten, lassen Sie es mich bitte wissen. Was? Geiler Drohbrief. Wenn Sie Ihre Freunde wiedersehen möchten, lassen Sie es mich bitte wissen. Das wäre wirklich sehr höflich. Sie haben 1 Woche Zeit, um ihn auf meine Festung auf den Mond zu werfen. Warum wirft jeder jeden? Hä, das finde ich gerade sogar geil, die nächste. Ich sehe gerade, an sich ist die ist das, was da jetzt steht, finde ich sau cool. Das könnte ich tatsächlich in der Walross-Edition. Nee, kann ich nicht, weil Nick Schlossmar fehlt. Ich bin schlau. Vielleicht, wenn nochmal über Vergangenheit von Nick Crossmar geredet wird, aber da steht Lord Nick Crossmar. Ist ganz cool. Bloß soll das Lord Ecke heißen. Lord Nick Crossmar sah mich furchtbar an. Was machen wir heutzutage? Plötzlich rief der Türrahmen. Nur weiser Mann, wir müssen die Quintess nicht unter die Kuppel des Nekromanten werfen. Der Türrahmen ist wirklich eine weise Person. Danke für diesen tollen Rat. Nimm das Opfer an. Latias knallte den Türrahmen zu, dass du es wirklich nicht glauben kannst, dass ich nichts getan habe. Latias sah ihn freiwillig an und sagte dann, wieder kommt Gunther heraus. Und wie willst du dich auf den Weg machen? Typh. Höheres Level höher. Typh übrigens T-H-E-I-V. Seine Antwort ist nein. Er ließ das Gebäude aus dem Hof und in den Wald. Ich habe das Gefühl, das ist heute noch abgecrackter als sonst. Ich wollte ihn folgen, aber Latias mit H hielt mich auf. Ich hoffe, Sie wissen bereits, was für Gent das Beste ist. Ich glaube, Sie sind es, aber ich werde Sie noch erledigen. Ich kann es nicht riskieren, dass Nekromanten die Welt verdunkeln. Vertrauen Sie mir, Sie haben es nie versucht. Ich bin zu Lord Eckes Haus gegangen, um mit ihm zu sprechen, weil ich wusste, dass es richtig war.
Am wichtigsten ist, ich würde ihr niemals Latias anvertrauen. Wie ich erwartet hatte, war Lord Ecke schon da, als ich ankam. Als ich das Gebäude betrat, fragte er mich verzweifelt, Gent, Sie stimmen zu, dass wir beide retten müssen, nicht wahr? Natürlich tue ich das, aber wie sollen wir zum Mond gehen? Was sollen wir tun? Denn zu diesem Zeitpunkt hat Radios eine relevante Einstellung. Wenn ja, sagte sie, sollte ich Nick Schosma niemals aufgeben. I'm never gonna give you up, I'm never gonna let you down. Nein, ich weiß auch nicht, was für eine Scheiße ihr euch gerade anguckt. Nun, ich weiß, wir werden morgen abreisen. Lord Ecke lachte, als er meine volle Vision sah. Latias weiß nicht alles. Grotto Moonlight. Wo Cresseria nur 3 Tage bleibt, sie kann uns zum Mond bringen. Also beschlossen wir, uns die Paare anzuschauen. Ich bin glücklich, aber ein Satz von Latias hält in meinem Kopf. Glaub mir, Versuchung, du wirst hoffen, dass du es nie getan hast. Ich weiß nicht, was Latias mir zu sagen versucht, aber ich möchte herausfinden. Nein. Kapitel 10 Mondscheinhöhlenturnier. Wir beschlossen, nachts zu gehen, damit Latias nicht hörte, dass wir gingen. Lord Eck sagte, wir sollten vorsichtig sein, wenn ich ihr erzähle, was Latia mir erzählt hat. Auf der dreitägigen gegen Ras... Das steht da nicht, ich kann nur nicht lesen. Auf der 3-tägigen Reise sah es sehr dünn und überall abgeblendet aus. Als wir abends im Hof saßen und mit ihm sprachen, erzählte er mir warum. Er sagte, wenn sie nicht taten, was sie sagte, könne Latia eine harte Vermutung sein. Trotzdem gab er zu, dass er keiner sein würde, wenn er nicht dieselben Ziele verfolgen wollte wie er. Wenn Latias das Recht hätte, uns zu verlassen und mitzunehmen, könnte er Floink und Bulbasaur nicht mehr retten. Vor allem sagte er mir, dass es schwieriger sei, als ich dachte. Als er mehr sagen wollte, hielt ich seine Hand. Das kommt nicht aus dem Original. Lord Ecke, beruhigt dich, ein bisschen besser. Wenn er uns herausfindet, weiß er immer noch nicht, was der Schwarm ist. Also weiß er nicht, wie es uns geht. Wenn er uns angreift, wird er selbst sein. Punkt 1. Wissenschaft. Punkt MP4. Also zu diesem Projekt muss ich ein Best-of schneiden, Alter. Und warum sagt dir jeder er zu Latias? Sie hat nur gesagt, ohne uns würde sie Nick Rosma mit CK nicht retten können. Ich glaube, das ist auch nicht Latias Plan. Er schaute auf die Minute, sagte aber nichts. In der folgenden Nacht verkündete er, morgen Abend werden wir die Höhle erreichen. Sie haben recht, Quint. Latias konnte uns nicht sehen. Während er über Latias sprach, fiel mir eine grundlegende Frage ein, die mich einige Tage lang traurig machte. Als wir in dieser Nacht wieder zelten, fragte ich, Lord Ecke, warum hast du mir Latias nicht vor dem Vorfall erzählt? Sie wissen, dass er mich gesucht hat. Nach einer Weile erschien ein bestimmter Reservist. Also, solange sie hier sind, habe ich keine Verbindung zu Latias. Ich kann nicht mit ihm sprechen und ihn fragen. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob sie ein Nekrosefaktor sind. Alter, stell dich vor, Günther wäre ein Nekrosefaktor. Ich kann nicht leicht Risiken eingehen. Sorry, Quint. Wenn nötig, werden alle beschützt und wir werden Nick Crossmer besiegen. Ich kann es nicht an einem Ort machen. Als er fertig war, trat er sofort ein und überzeugte mich, dass es mein Traum war. Aber trotzdem wusste ich, dass es nicht passieren würde. Ich verstehe, warum du das tust. Ihre Aufmerksamkeit ist in dieser Hinsicht richtig. Wenn ich wirklich Spam wäre und sie mir sagten, es wäre das Ende der Welt. So viele Videos lade ich nicht hoch, dass man es als Spam bezeichnen könnte.
Ich wette, Floink und Bulbasaur werden mit mir zufrieden sein, bevor ich Lord Eckes Stimme noch leise hören kann. Danke, G, danke. Also G, aber wenn, dann spricht man es hier schon G aus, dann klingt's nach was. Also machten wir uns am nächsten Tag auf den Weg zum Mondlicht. Ich habe viel darüber nachgedacht, was mit uns passieren könnte. Mein Hauptgedanke ist, was passieren kann, wenn wir Nick Cross mal treffen. Wir müssen natürlich kämpfen. Das bedeutet, dass sich die letzte Lichtstation der Welt in fast jeder Ecke befindet. Abuti Überlatias. Abuti ist nicht mein Wort. Gleichzeitig sah sie unsere Abreise nicht. Aber ich sagte Lord Ecke, dass er sich keine Sorgen machen müsse. Also versuchte ich, diese Idee so schnell wie möglich zu brechen. Bald darauf erreichten wir den Fuß des Berges. Oben haben wir eine Tür. Wir sind hier. Hier treffen wir uns mit Cressella. Komm schon, Quint, wir haben keine Zeit mehr. Mein erster Bericht war, dass wir zu einer so großen und anderen Zeit mit vielen mächtigen Feinden konfrontiert sein würden. Aber nichts. Wir gingen oft eine Stunde in die Höhle, ohne Pokémon zu sehen. Ich fühle mich schlecht. Plötzlich hörten wir ein Geräusch, als wir uns direkt vor dem tiefsten Punkt der Höhle befanden. Kapitel 11. Das unbekannte Treffen. Geh raus. In der Höhle war ein Geräusch zu hören. Sie überraschten uns beide, beschlossen aber, erfolgreich zu sein. Wir werden von niemandem geblockt, weder auf Instagram noch auf Facebook. Den restlichen Teil habe ich jetzt hier dazu gedichtet. Als wir vor der Tür aus besonderen Steinen standen, ertönte wieder das Geräusch. Du musst auf meine Warnung hören, es wird dir leid tun, das Silberdorf verlassen zu haben. In diesem Moment flog eine große Wolke aus dem Staub. Diese Entdeckung ließ für kurze Zeit alles wie Geld aussehen. Man merkt, Alter, ganz der YouTube-Partner, der Junge. Alles sieht wie Geld aus. Alles. Nachdem der Boden geräumt war, sahen wir, wer die Tür schloss. Fürchterlich. Lord Ecke fragte sich. Was? Wie haben sie uns gefunden? Ich dachte, niemand könne dieses Gebiet regieren, außer mir. Wie sind sie hierher nach Latias gekommen? Wütend, Doppelpunkt. Du hast nicht das Recht, mir hier Fragen zu stellen. Du liegst wieder falsch. Ich wusste von Anfang an, dass du hier sein würdest. Und trotz allem, was Gunther getan hat, habe ich mich sehr für dich geschämt. Dachte ich, ich habe dich weise gemacht. Du kannst meinen Verstand fühlen und dich nicht damit auseinandersetzen. Es tut mir leid, dass ich dich immer noch brauche. Entschuldigung angenommen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Freunde wehtun. Du weißt so viel, wie du mit uns kämpfst. Also kannst du uns nicht vor deinen Freunden retten. Warum kannst du uns nicht einfach helfen? Nun, wir müssen gegen Nick Schossmer kämpfen. Wenn es keinen Sinn ergibt und du nicht gut genug bist, um gegen einen Gegner wie Nick Schossmer anzutreten. Digga, ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige, der das fucking lustig findet, aber hier einfach dieses Statement. Im Original so ungefähr, ja, du bist noch nicht stark genug, um gegen Nick Schossmer anzutreten. Du musst dich erst besser vorbereiten. Und hier kommt dann diese super Aussage, Alter. Wir müssen gegen Nick Schossmer kämpfen, wenn es keinen Sinn ergibt. Und du nicht gut genug bist, um gegen einen Gegner wie Nick Schossmer anzutreten. Nur weil ich dich nicht ohne Nick Schossmer besiegen kann, heißt das nicht, dass ich dich in dieser Phase nicht besiegen werde. Das klingt eigentlich relativ nach normalen Sätzen, bloß mit einem ganz anderen Sinn. Sie schienen hier eine Sache verstanden zu haben. Ja, ich versuche definitiv, sie N zu bekommen. Ekzeme ausmerzen. Google! Mein Genosse, was sind Ekzeme?
Das Ekzem, Synonym Juckflechte, ist eine Gruppe entzündlicher Hauterkrankungen, die sich in einer nicht infektiösen Entzündungsreaktion der Haut äußern. Da fuck! Junge, Google Translate, warum gibst du mir das? Hilfe! Aber Lord Ecke wird noch nicht erwähnt. Sollte mich jemand wie er in diesem Krieg unterstützen? Wenn sie nicht sagen, dass ich ihnen folgen muss, ich gebe ihnen zwei Möglichkeiten zu zählen. Drehen sie sich um und verirren sie sich. Ich kann den Latino-Bericht nicht glauben. In diesen Tagen habe ich mich entschieden. Überlege es dir gut, bevor du sprichst. Du willst, dass alle dich anbeten. Warum? Ja, das will ich auch, das verstehe ich schon. Du willst Nick Crossman nicht besiegen, um die Welt zu retten. Nicht nur aus Selbstbestimmung. Du willst nur Rache. Richtig, mein Freund droht und ich kann nicht, hör auf, wenn du es nicht schaffst. Ich war bereit zu kämpfen und Lord Ecke auch. Es schien wieder mutig zu sein. Latias schüttelte vor dem Angriff den Kopf. Dieser letzte Teil war jetzt ein bisschen zu originalgetreu, was war denn das? Kapitel 12. Kampf mit den Latias und die Reise zum Mond. So begann endlich unser erster Krieg! Das war wichtig. Lord Ecke und ich sind fest entschlossen, diesen Kampf zu gewinnen. Aber Latias hat uns nicht im Stich gelassen, da es sich nicht um einen psychischen Angriff handelte. Konnten wir seine Angriffe nicht vermeiden, aber sie haben uns keinen nennenswerten Schaden hinzugefügt. Auf der anderen Seite scheint Latia unsere Angriffe noch schlimmer gemacht zu haben, obwohl wir den häufigsten Angriffen entkommen sind. Ich sah, wie langsam es schwach wurde, aber als dieser Krieg auftauchte, änderte Radias plötzlich seine Taktik. Er war körperlich fit und zielte nur auf mich. Sie warf mich ein paar Meter zu Boden, bevor ich ihre Hand warf. Warum? Nein. Ich legte meinen Kopf gegen die Steinmauer hinter uns und hob meinen Kopf nach oben. Als ich Latias sprechen hörte, war ich träge und dachte, ich würde überholen. Gewinnen Sie immer noch auf diese Weise? Ich sage Ihnen, wie es sich anfühlt, bei mir zu sitzen. Ah ja. In diesem Moment passierte etwas Seltsames. Es genügt zu sagen, ich kann nicht gehen, aber plötzlich ist es fast wie etwas aus meinem Körper. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber plötzlich habe ich keine Schmerzen mehr. Ich stand sofort auf und sah, wie Latia versuchte, Lord Ecke anzugreifen. Ich war machtlos und griff sie plötzlich an. Mein Angriff scheint stärker zu sein als jeder der vorherigen Angriffe. Latias ging sofort rein und raus. Hä? Plötzlich fühlte ich mich wieder normal. Ich spürte wieder die Konsequenzen des Latia-Angriffs. Ich fand Lord Ecke ungewollt unangenehm und wollte ein bisschen nachfragen, aber ich stieg aus. Speichern Sie sich Ihre Frage für eine spätere Verwendung und sprechen Sie uns an, bevor Latias wieder aufwacht. Das klingt wie so ein Service-Center, das einem nicht sagen will, dass es keine Ahnung hat. Wir waren so schnell kaputt mit einem großen Raum hinter unserer Haustür. Da drinnen ist Pokémon. Wer bist du und was willst du? Wenn du ein Dieb bist, dann mach es. Okay, das war einfach. Ich meine, wir haben Pokémon klargemacht, dass wir zum Mond müssen, um unsere Freunde zu befreien und gegen die Nekromanten zu kämpfen. Als wir fertig waren, schien es ruhiger. Wenn sie der Feind von Nick Crossman sind, dann sind sie mein Freund. Ich bin übrigens Cressalia. Wenn sie bereit sind, werde ich sie zum Mond werfen. Warum? Was? Also, ich merke hier, es gibt so ein paar Sachen, die kommen immer wieder vor. Das Wort Schwierigkeiten kommt häufiger. Krieg kommt relativ häufig, natürlich siezen und irgendjemanden irgendwo hinwerfen. Bevor ich die geringste Chance hatte, antwortete Lord Ecke, natürlich sind wir bereit. Die ganze Zeit hängt alles herum und plötzlich stehe ich an einem meiner völlig unbekannten Orte. Du bist in diesen Tagen auf dem Mond.
wenn du nur zurück willst, ruf einfach meinen Namen. Gesegnet. Heilig, Alter, ich bin heilig. Also Lord Ecke und ich landen endlich auf der Erde und wir werden einen Krieg mit Nick Schrosma beenden. Wir fuhren sofort los mit unserem Auto oder was? Weil laut Chris Heller Nick Schrosmas Burg auf dem Mond stand. Ja ach, da seid ihr doch inzwischen. Es kann uns nur ans Licht bringen, was bedeutet, dass wir immer noch den Mond umrunden müssen. Im Gegensatz zur Mondlichtgrotte übersteigt die Anzahl der hier lebenden Pokémon meine Erwartungen. Positiv zu vermerken ist, dass sie nicht allzu aggressiv waren und uns vollkommen beruhigten. Was mich überraschte, war, dass wir leicht stehen konnten. Ich denke, es gibt einen einfachen Unterschied zwischen der Person und dem Pokémon. Als uns der Strom ausging, sahen wir plötzlich etwas in der Ferne. Es sieht aus wie eine endlose schwarze Wand. Lord Ecker erklärte mir, was es ist. Dies ist die Begrenzung, die gleiche der beiden Mondfiguren. Dies ist zu sagen, und wenn wir diese Begrenzung überschreiten, werden wir bestehen. Der Sklave von Nick Schrosma lebt weiter. Dort müssen wir vorsichtig sein. Ich denke, wir sollten hier bleiben. Also saßen wir natürlich vor dem Lager, als ich unterwegs war. Als Lord Ecke mich fragte, Günther, im ersten Kampf mit Latias, was ist dort passiert? Was ist mit dir plötzlich passiert? Meine Wunder sind. Ich bin ehrlich und antwortete, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist und ich weiß es nicht. Schön, das musstest du jetzt zweimal sagen. Plötzlich habe ich das Gefühl, dass mich etwas nervt und ich tue es wirklich nicht für mich. Dann, als Latias besiegt wurde, wurde er schmerzlich vermisst und ich kehrte zu mir selber zurück. Nachdem ich das gesagt hatte, war Lord Ecke ein wenig verwirrt, wandte sich aber wieder an mich. Latias behauptet wahrscheinlich, dass sie wahr sind. Wenn auch sie sich mit ihm vereinen können, dann sind... Sekunde, ich brauche neues Blatt. Jetzt sind wir durch mit dem ersten Haufen, den ich ausgedruckt habe. Jetzt haben wir keine Rückseiten mehr. Ist das die richtige Seite? Nie im Leben. Wir waren gerade in Kapitel 11. 12. Ich bin gerade verwirrt. Ah nee, das sah aus wie ein neuer Satz, weil da random Großbuchstabe stand, passt so. Wenn, nochmal den Satz von vorne. Wenn auch sie sich mit ihm vereinen können, dann sind sie die Identität gegen Nick Schrosma. Ich bin froh, dass wir sie geschlagen haben. Ich hoffe, das ist ein Schüler von ihr. Er scheint mir oft etwas sagen zu wollen, aber nachdem er wieder vereinigt wurde. Schließlich beschloss er, ohne Probleme zu schlafen. Boah, das würde ich auch gerne manchmal beschließen. Ich bin interessiert an dem, was er mir sagen möchte, aber ich weiß, dass ich keine Antwort bekomme, wenn ich ihn frage. Am Ende habe ich auch versucht zu schlafen, aber ich konnte nicht. Ich war aufgeregt, weil ich wusste, dass wir uns am nächsten Tag mit dem Nekromanten auseinandersetzen würden. Dies wird der letzte Kampf sein und das Schicksal der gesamten Pokémon-Welt hängt davon ab. Jetzt hängt alles von mir ab. Kapitel 13. Nekromanten finden. Lord Ecke warnte erneut, wir wären unterwegs und überquerten die Linie, die die beiden Seiten des Mondes trennte. Andererseits kann man nichts als nichts sehen, weil kein Licht von überall herkommt. Ich habe Hilfe. Viele verschiedene Pokémon, die für Nick Schrosma kämpften, lebten hier und griffen uns an. Aber zu meiner Überraschung fanden wir weder Zoroark noch Zoroastrianer, wissen wir inzwischen. Ich dachte, sie leben in der Höhle der Seelenhöhle, aber diese Tatsache wurde vergessen. Trotz dieser Invasoren machten wir bemerkenswerte Fortschritte und nach einer Weile fand ich große Fortschritte in der Ferne. Als wir näher kamen, sah ich alles. Dies ist eine solide schwarze Burg, die aussieht, als wäre sie aus prismatischen Steinen gebaut worden. Es ist die Festung von Nick Schrosma.
Wir warteten darauf, dass es in irgendeiner Weise da ist. Denn als wir davor gingen, öffnete sich die Tür zum großen Innenhof und wir konnten passieren. Das Innere des Nagels unterschied sich stark vom Äußeren. Die Wände sind weiß und alles, was sie finden können, unterscheidet sich von außen. Schließlich begonnen... Ich kann nicht lesen! Schließlich beschlossen wir, vorsichtig zu handeln und keine Pokémon zu patrouillieren. Ziel der Umleitung ist es, Floink und Bulbasaur zu finden und sie dann so zugänglich wie möglich zu machen. Nach einer Weile glaubte Lord Ecke, das Geräusch eines nahegelegenen Zimmers zu hören. Was für Geräusche machen denn Zimmer? Und wir gingen dorthin. Als wir den Raum betraten, fanden wir, was wir wollten. Floink und Bulbasaur waren in einer Zelle vor dem Raum eingesperrt und sie schienen uns nicht zu erreichen. Lord Ecke stand direkt vor ihnen. Kaffee, Bulbasaur, geht es dir gut? Alles klar. Kaffee, immer wichtig. Ich trinke keinen Kaffee. Sie waren überrascht, als sie uns anmachten. Was? Hilfe! Lord Edek! Gent! Warum bist du hier? Du musst sofort fliehen, Necrozma. Wenn ich Necrozma wäre, würde ich versuchen, ihn anzugreifen. Aber er vertrug sich mit den Pokémon, die wir bereits in der Burg gesehen hatten. Also bist du endlich zu Gunther. Das Schlimme an diesem Gunther ist... Leute, auf diesem Channel, es ist vielleicht nicht die normale Schreibweise, aber... Ihr schreibt gefälligst Günther ohne H. Haben wir uns verstanden? Also bist du endlich zu Günther und Lord Ecke gekommen. Ich sage dir zwei Punkte. Entweder du gibst freiwillig auf. Punkt. Okay, zwei Optionen. Entweder du gibst freiwillig auf. Tias sagte mir, seine oberste Priorität sei es, mich aus den Schwierigkeiten zu bringen. Sag mir alles, was ich zu meistern brauche. Und ich antwortete, ich weiß gut, was du tust. Wenn du mich loswerden willst, musst du zuerst mit uns konkurrieren. Plötzlich sieht der Nekromant hilfloser aus als jeder andere. Er bestand darauf, aber ich kann wenigstens einen Punkt verstehen. Sie wissen nichts über diese Welt. Der beste Weg, es einfach zu machen, ist es, sie zu verkürzen. Vor allem, wenn wir Vorteile haben, schienen Wirt beschäftigt. Während des Kampfes hörte ich eine Stimme. Sie rief, Quent, Lord Ecke, Hocke. Im Gegensatz zu Necrozma und seinen Gefährten haben wir auf diesen Punkt schnell und vollständig reagiert und sind dann weitergegangen. Nach diesem Angriff flohen die Nekromantensklaven sofort und nur der Nekromant war noch da. Ich finde es so schlimm, wie aus Necrozma ja einfach ein Nekromant geworden ist. Für die, die nicht wissen, was das ist, er gesagt, ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass es das ist, was ich denke. Ich gehe mal hier, Duden, sagt mir, dass da war. Einerseits ist es denn ein Name von Sauron aus Herr der Ringe, der letzte Name, aber... Okay, nicht ganz das, was ich dachte. Ich dachte eher, das wäre jemand, der nekrophil ist. Und wenn man das nicht weiß, ein Nekromant ist jemand, der Geister von toten Seelen beschwört. Alles klar. Der Vorfall hatte zur Folge, dass es auf der anderen Seite der darüberliegenden Mauer abgeladen wurde. Latias kommt nun in den Raum. Weißt du, warum ich nicht will, dass du heutzutage wegläufst? Wegen dem Virus. Nee, Spaß. Nun bin ich rechtzeitig hierher gekommen. Necrozma, lass es sofort los, bevor wir angreifen. Als er sich auszeichnete, schien er plötzlich sehr interessiert zu sein. Also guckst du immer noch unter Latias. Das kann man gerade ganz doll falsch verstehen. Nachdem du es mir lange angetan hast... Okay. Irgendwas ist heute los mit der Folge.
Nachdem Floink und Bulbasaur schon Lord Ecke und Gent angemacht haben, jetzt das. Nachdem du es mir lange angetan hast, hast du es angehört. Kämpfer vorbei, ich habe es geschafft. Plötzlich stieg er aus der Festung und lachte darüber. So, ich bin gerade aus dem Fenster gefallen, das ist lustig. Nachdem Nick Cross, Kapitel 14, die letzte Schlachtfahrt. Nachdem Nick Cross mal gegangen war, sagte Latias uns erneut, ich hoffe, sie können etwas lernen. Naha, wenn wir hier rauskommen, gehen wir in den Zwielichtwald. So heißt der doch in Mystery Dungeon die Extas. Mit der guten Musik des Freundescamp. Das ist Nick Crossmas Gouverneur. Besiege ihn. In der Zwischenzeit ließ Lord Ecke, Floink und Bulbasaur frei und sprach mit ihnen. Jetzt mischt er sich auch in unser Gespräch ein. Ist er ein Verbrecher? Du hast es ihm noch nicht gesagt. Ich dachte, dieses Schloss wäre sein Platz. Wir haben beschlossen, uns seinem Schicksal zu stellen und die vorhandene Macht auszunutzen. Dank Cresselia kehrten wir zu Moonlight Grottos Mund zurück, als Floink plötzlich zuckte. Oh nein, ich habe total vergessen. Plötzlich wandte sie sich an Silberdurf. Oh nein, diese Folge ist so merkwürdig. Das ist der eine Satz, an den ich mich tatsächlich zumindest an den ersten Teil erinnert habe. Das Einzige, was ich vorher wusste. Bulbasaur küsste uns kurz und brach es. Was ist heute los? Was hat er bei Floink gemacht? Ich wünschte, Lord Ecke könnte antworten, aber er konnte nicht. Ich weiß nicht, ich habe etwas damit versucht. Wenn wir Nick Schossmer besiegt haben, werde ich ihn fragen. So haben wir Nick Schossmer bekämpft. Dann brach ein toter Krieg aus. Die Latias auf der Karte zeigen uns, wo sich das Fort befindet. Da sind ganz, ganz viele kleine Latias auf der Karte. Zum Beispiel ist es nur ein halber Tag von den Monddörfern nördlich vom Seerenwald entfernt. Während der gesamten Reise war die Anwesenheit von Lord Ecke und Latias von einer interessanten Atmosphäre geprägt. Gute Umschreibung für das, wie es in der Originalgeschichte war. Ich weiß von allen Seiten, dass dies an den Ereignissen liegt, die sich in der Mondlichtgrotte befinden. Und solange sie nicht wichtig sind, wird es keine Intervention geben. Als wir in Twilight Forest ankamen, finde ich ein sehr cooler Name, aber bei solchen Namen bleibe ich deutsch in meiner Geschichte. Beschlossen wir, die Nacht im Camp zu verbringen, um genug für morgen früh zu finden. Es gibt viele wundervolle Dinge in diesem Wald und sie können fühlen, wie es alle Pokémon beeinflusst. In diesem Wald gibt es jedoch keine Dunkelheit. Er schläft immer mit Sonnenstrahlen. Die Ansichten Lord Ecke und Latias werden angezeigt. Von jeder Minute an, in der ich Latias zum ersten Mal gesehen habe, zeigte Lord Ecke definitiv, was wir wirklich können. Und er scheint sehr schwach zu sein. Okay, er hat gezeigt, was sie können. Offensichtlich nichts. Zu der Zeit war ich neugierig, was in einer solchen Welt passiert. Es gibt noch viele Probleme, die nicht gelöst wurden. Warum will Latias nicht, dass ich Lord Ecke sage, woran ich mich erinnere, bevor es soweit ist? Alles, was in der Nekropole passiert ist. Ich konnte den Satz nicht vergessen. Ich weiß nichts über diese Welt. Ich in a nutshell. Was sagt er? Ich halte es schließlich für sinnvoll, lange darüber nachzudenken, weil ich auf keine Weise eine Antwort finden kann. Digga, das ist halt so wahr, das machen so viele Leute. Sie halten es für sinnvoll, sehr lange über Dinge nachzudenken, weil sie auf keinen Fall eine Antwort finden können. Aber ich werde vielleicht alles finden, um Nick Schossmer zu besiegen. Ich dachte kurz, es wäre gerade egal. Am nächsten Tag wachte ich am nächsten Morgen auf. Super. Und schlief immer noch auf Lord Ecke und Latias ein. Am nächsten Tag wachte ich am nächsten Morgen auf und schlief immer noch auf Latias und Lord Ecke ein.
Ich sollte ein bisschen ruhiger sein. Wir haben Nachbarn des Abends. Ich beschloss, beim Frühstück Beeren zu pflücken, und obwohl ich nur einen kurzen Spaziergang entfernt war, waren beide bei ihrer Rückkehr wachsam. Als wir die Vorarbeiten erledigt hatten, führte uns Latia in eine Freiraumstruktur ein. Es scheint, dass die... Neues Blatt. Burg von Nick Schosma auf dem Mond ist, mit der Ausnahme, dass sie bedeutend kleiner und daher sichtbarer ist. Nein! Sie ist kleiner und daher sichtbarer. Lass dich nicht von der Außenwelt täuschen. Das ist die Grundlage aller Nick Schrosma-Werkzeuge, mit denen er das Licht verschwinden lässt. Vielleicht gelingt uns das. Es gibt zwei Pokémon, die das Tor bewachen, wenn auch nicht alle Zoroark. Das hat mich dazu gebracht, auf dem Mond zu sein. Aber wir können sie ohne Vorwarnung alarmieren. Der Boden ist sehr dunkel und die Sonne scheint, und die Situation kommt von den Gewittern und dem Geräusch des Regens ringsherum. Pokémon zerstören verschiedene Korridore. Ich glaube, das fände Nick Schrosma nicht so gut in seiner Basis, wenn da einfach so ein paar Leute hier... Komm, zerstören wir mal ein paar Korridore. Bevor wir uns ihnen näherten, beleuchteten sie uns blitzschnell und fast unsichtbar. Aber es scheint, dass Latias wusste, wie man sie bekämpft und seine Angriffe leicht ausführen konnte. Nach 20 Minuten erreichten wir eine große Tür. Wir sind in Frieden gefallen. In der Luft regnete es in Strömen und draußen war Frost. Also, ich habe schon von Aprilwetter gehört, muss ich sagen. Aber das ist nicht nur April. Inu sah nichts im Raum und dann schien die Sonne und der Regen ging kurz vorbei. Am Ende des Raumes wandte sich Nick Schrosma mit den Augen an die Wand, an uns im Hof, und als er plötzlich anfing zu sprechen. Also bist du wirklich her, als ob du ein anderer Mensch wärst. Mir ist die Nacht aufgegangen, ein warmer Wald. Was glaubst du, wer du bist? Du weißt, wer du bist. Du bist schwach von meinem Montagangriff. Ich weiß, ja, beim Montag werde ich auch immer schwach. Ich meine, deshalb nehmen wir es ernst. Ich bin daran interessiert, wie sie reagiert, wenn Nick Schrosma plötzlich anfängt zu schreien. Alter, hier einfach so die Audio von schreiende Ziege Video auf ein schlecht animiertes Nick Schrosma Bild klatschen. Digga, wenn ich nicht faul bin und mich dran erinnere, mache ich das. Bist du wegen mir hier, weil du denkst, du kannst mich angreifen? Ich denke wirklich, dass sie es freiwillig beseitigen werden. Plötzlich kamen Glühbirnen aus seinem linken und rechten Fenster. Ja. Die Verwandlung wurde leicht abgeändert im Vergleich zum Original, aber egal. Das Sonnenlicht wird am rechten Fenster beleuchtet und scheint reines Licht zu sein. Im linken Fenster der dunklen Box ist jedoch schwarz. Es sieht aus wie Parfüm. Der Treffpunkt ihres Ich kann nicht... Die Geschichte ist dumm genug und dann kann ich nicht mal lesen. Der Punkt ihres Treffens änderte sich und plötzlich sahen wir, was ich jetzt als gewalttätig bezeichne. Kapitel 15. Die ultimative Lichtschlacht. Mit dieser Änderung änderte sich im Grunde das Gesicht des Nekromanten. Anstelle seiner dunklen Birne färbte es sich gelb. Es ist groß und hat vier Arme. Genau richtig für die Lobby. Es ist in keiner Weise seine ultimative Natur. Aha. Das ist jetzt eine sehr gute Aussage. Das soll irgendwie so wie eine bedrohliche Ansprache klingen, Atmosphäre aufbauen. Was wird draus? Ja, das ist irgendwie schon halt nicht im Ansatz so das, was er eigentlich kann, so das Stärkste. Ja. Alles oder nichts jetzt. Wir müssen uns diesem Kampf stellen, aber wir können fast einen viel größeren unterdrücken. Unseren Überschuss. Was? Wir haben dieses Tier umzingelt
um den unwissenden Ultranekromanten anzugreifen, der die Doktrin aggressiv angegriffen hat. Es macht jetzt alles schon keinen Sinn. Ich glaube, auf schlechte Laune ist das nicht unbedingt ein gutes Heilmittel. Dann muss ich gleich hier eingewiesen werden. Hilfe! Einige von denen, die wir getroffen haben, waren stark. Also setzten wir unsere Verteidigungsaktivitäten fort. Und unser Angriff wird niemals wehtun, wie man diesen Feind fragen könnte. Als er schwach wirkte, gaben wir... Was? Okay, ich glaube, das ist einer meiner Lieblingssätze aus der Geschichte bisher. Das werde ich auf jeden Fall auch im Thumbnail mit einbauen. Als er schwach wirkte, gaben wir ihm nicht die Hand und zündeten ihn an. Was? So richtig bekifft. Es wurde langsam gemacht, langsam, aber wir sind nicht geteilt. Latias sieht immer noch gut aus, obwohl ich, Klammer auf, ich, Klammer zu, Lord Ecke völlig unbewusst bin, was unsere Macht angeht. Also ist Gent jetzt Lord Ecke? Plötzlich wacht Latias auf und versucht vielleicht Nakrosma zu überraschen, aber es sieht so aus, als hätte sie den Angriff schon einmal gespürt und sie zurückgeworfen. Er starb und Lord Ecke und ich standen schwach an der Wand. Okay, Latias ist wohl immer noch männlich, aber das Problem ist gelöst. Sie ist tot. Er ist tot. Als Ultranekrosma näher kam, der Schmerz schien hoffnungslos. Lord Ecke schlief. Digga, was ist das hier? Die ganze Atmosphäre. Hier, dieser Teil besteht, gerade habe ich das Gefühl, Teil hier aus irgendwie relativ sinnvollen Aussagen und dann kommt irgendwas, das so die komplette Aussage kaputt macht. So, ja, die Hoffnung war verloren. Lord Ecke schlief. Erinnere dich an Gunther. Das ist nicht länger bedeutungslos. Wir haben alles, was wir tun können, aber wir können heute hier sein. Und die Welt wird in Dunkelheit eintreten. Lassen Sie uns sie loswerden, einschließlich Floink und Bulbasaur. Plötzlich fühlte ich mich seltsam, als Nekrosma nur wenige Meter entfernt war. Es ist wie das, was in mir passiert. Dann wurde ich für einen Moment dunkel. Danach war ich stärker als vor dem Krieg. Er sieht aus wie ein Kampf gegen Latia, außer dass ich dieses Mal meinen Körper nicht alleine kontrollieren kann. Genau im Gegenteil, dass es dieses Mal eben schon geht, aber YOLO! Die Nekrose dieses Schrittes zwang uns nach vorne und es schien bereit zu sein anzugreifen, aber ich griff es an und warf es ein paar Zentimeter zurück. Sehr starker Angriff, sogar ein paar Zentimeter. Digga, entspann dich. Er und Lord Ecke wollten keine Kontrolle darüber haben, was geschah. Nekromant, genug. Das ist es. Ich werde dafür, dass sie das Sorry, ich kann nicht lesen. Ich werde dafür sorgen, dass das Licht... Dass sie das Licht der Welt wieder erstrahlen lassen. Diese Welt wird mit all ihren Einwohnern weiter existieren. Nekrosma. Alles klar. Ich habe das Gefühl, da fehlt ein Teil. Irgendwie hier ist, das und Nekrosma wird überhaupt gar nicht besiegt. Jetzt kommt der letzte Satz. Nekrosma ist besiegt. Latias ist noch am Start. Danke, Günther. Kapitel 16. Eine Einführung. Danke, Günther. Natürlich kann niemand die Dunkelheit aufhalten. Ich glaube nicht, dass du genug bist. Sie hat sich an Nekrosma gewandt und es verbessert, bevor ich wirklich weiß, was los ist. Es sieht aus, wie es brennt, aber das Feuer um es herum ist blau. Ihre Augen waren rot und blutig. Alter, was? Das habe ich aber nicht im Original geschrieben. Das ist... Ich sag's so. Legit, wenn ich die Walross Edition 1 nochmal schreiben würde, was ich auch irgendwann machen werde, würde ich es so schreiben. Aber damals habe ich mich sowas nicht getraut. Es ist fast leer, aber jetzt vermisst du uns. Lord Ecke, wirf es.
Was haben alle mit Werfen in dieser Geschichte? Ich war wach und drehte mich zu Lord Ecke um. Er schaute auf den Kaffee und sah besorgt aus. Und dann ist irgendwas mit dem Kaffee los. Aber plötzlich schien es. Nein, das ist genug. Ich habe dein Spiel lang genug gespielt. Ich musste es bald beenden. Ich konnte das Gespräch nur fortsetzen. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Alles, was ich über diese Welt wusste, schien plötzlich falsch zu sein. Das ist eine Schande, Lord Ecke. Sie haben mir lange geholfen. Aber wenn ja, dann muss ich beides retten. Wir sind gespalten. Ich bin nach dem Krieg nicht zurückgetreten. Ich verstehe nicht mehr. Ich bin erstaunt und fertig. Doch bevor Rathias seinen Angriff starten konnte, erschienen die Nekromanten. Als wollte er keinen Angriff starten, machte er im Gegenteil einen Fehler und verbrannte plötzlich alles um mich herum. Wait a minute. Okay, ich würde sagen, wir machen heute ein auf Australien in der Walross-Edition. Da brennt ja mal alles ab. Ja, der Spruch war jetzt vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie. Und zwar so weit unter der Gürtellinie, dass man aufpassen muss, dass man nicht drüber stolpert. Komm schon, Gunther, er wacht endlich auf. Ich war wach und sah mich um. Ich bin in einer kleinen Höhle, gerade in einer geraden Linie. Ich war schockiert, als ich Pokémon auf der rechten Seite sah. Es dauerte ein paar Meter von Lord Ecke. Ah ja, ich gebe Zeit auch immer in Metern an. Sei vorsichtig, zuerst sind wir hier in Sicherheit. Ich sagte kurz, warum sollte ich in Sicherheit sein? Was ist das? Was ist das? Das ist kein Wort! Das google ich jetzt erst, bevor ich euch sage, was es ist und gucke, ob es irgendwas ist. Habe ich es richtig ab... Ich hab's richtig abgeschrieben und nein, das ist kein Wort. Google findet's nicht, dann rechne ich damit, dass es das nicht gibt. Happenedi. Obwohl es hart ist, reicht meine Kraft. Danke, Latias. Ich hatte ein bisschen Angst, weil er wütend war, aber plötzlich erwachte seine Wut aus einem Traum. Aber ich verletze dich nicht, das ist meine Schuld. Ich muss sicher sein, dass du das lateinamerikanische Fastback nicht verpasst. Was? Was für ein Ding? Ich würde sagen, es wird Zeit fürs nächste bisschen googeln. Was zur Hölle ist Fastback? Gib mir mal... Ein Schrägheck. Also ein Autoteil. Was? Auf Deutsch darf Gent sein lateinamerikanisches Autobauteil... Was ist denn das heute? Hä? Das ist hier wieder so eine komplett behinderte Folge. Verstehst du doch nicht? Von Anfang an hat Latias überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dich aus deiner Welt geholt, nicht aus Latia. Das... hoffe ich jetzt auch einfach mal. Wenn sie in die Zukunft treten, gibt es eine Stimme, die zu ihnen spricht. Beginne langsam zu verstehen. Aber wenn du alles dafür bist, warum sagst du es mir nicht? Warum redest du nicht mit mir? Schein still zu sein. Als du Latias das erste Mal getroffen hast, wusste dein Vertreter leider nicht, dass er mit meiner Agentur vertraut ist. Ehrlich gesagt, du vertraust mehr als ich, also lasse ich deinen Freund davonlaufen. Wenn es kein Latein gäbe, wäre alles vergangen. Seht ihr, Leute? Latein ist für etwas gut, auch wenn mein Jahrgang in der Schule das nicht einsieht. Und ich auch nicht. Warte, an welcher Stelle bin ich jetzt? Solange ich dich nicht verletzen will... Jetzt war Lord Ecke auch zum ersten Mal in der Debatte. Sagt mir etwas über das Gehirn. Was ist mit ihm? Und warum hat er Gnat nicht gegeben hat? Aha. Er sagte auch, warum willst du mich jetzt nach einer Weile nicht ins... Was?
Warum willst du mich nach... Warum... Sprachenlernen, Bubble. Warum willst du mich nach einer Weile nicht in Lettland angreifen? Wajima hat dir erlaubt, sie zu kidnappen. Jetzt ist Nick Schrosma auf so seltsame Weise gelöst. Offizier, ich habe noch nie mit jemandem über ihn gesprochen und er ist ihm gefolgt. Latias verringert diese Chance zumindest geringfügig. Sie haben ihn in der Vergangenheit schon oft gesehen, aber ich habe nicht mit ihm gesprochen. Und Gunther hat mir aus demselben Grund etwas erzählt, aus dem ich geschwiegen habe. Dann habe ich mir selber die Schuld gegeben. Ich erinnere mich, dass Latias dafür gesorgt hat, dass ich nichts gesagt habe, was ich gesehen habe, bevor ich in meiner Zeit zurückgekehrt bin. Und jetzt verstehe ich, warum. Das Kapitel machen wir jetzt noch fertig. Und ich hoffe, wenn ich gerade den Namen des nächsten Kapitels so sehe, das gucke ich nebenbei nach, dass das nicht der Name ist, den ich dachte, es ist im Original. Wenn ja, muss ich ganz, ganz dringend los. Nick Schrosma hat nicht geantwortet. Weil sie, ich bin behindert. Übrigens, ich habe gerade nicht die normale Walross Edition 1, sondern die in Dumm geöffnet. Wobei es dann kein Wunder ist, dass ich hier, Kapitel 17 will ich hier... Ich bin jetzt schon da. Es ist näher dran, als ich dachte. Naja. Nick Schrosma hat mir nicht geantwortet, weil sie... Das heißt, Latias ist jetzt männlich und Nick Schrosma weiblich. Aha. Ihre Rede nicht fortsetzen kann. Deshalb wollte ich dich nicht angreifen. Er hat mir alles erzählt. Er wusste viel über dich und ich stimmte zu. Entführung ist nur die Hälfte der Entführung. Die Firma hat auch dort gearbeitet. Zuerst ihr Freund Fern. Loink wusste nicht, wer er war. Der Herr möchte wissen. Weh, bedeutet das, dass Bulbasaur ihn kennt? Digga, da kommt der Poet. Er sagte zu Lord Egg. Sie verstehen immer noch nicht. Verständnis ist nicht schwer. Dein Freund Bulbasaur ist mein heimlicher Angestellter. Und das, nachdem in der allerersten Folge Gent bereits gelernt hatte, Vollzeit bei ihm und Floink zu arbeiten. Oh mein Gott. Wir haben zusammengearbeitet, seit Latias mich verraten hat und er hat seine Identität für alle geheim gehalten. Obwohl es ihm offensichtlich schwerfällt, besonders auf Floink. Lord Ecke sieht toll aus, aber meiner Meinung nach funktioniert alles gut. Nein, Lord Ecke sieht nicht toll aus. Okay, das Vulpix kann ich nichts gegen sagen. Der echte ist fett. Ich meine, hi. Ich musste lange verstehen, dass viele lateinische Geschichten falsch sind. Aber nach dem Ende der Nick Schrosma waren meine Kommunikationsbedürfnisse noch lange nicht vorbei. Allmann.mp4. Und ich wandte mich an Lord Ecke. Kommunikationsbedürfnis ist so ein Wort, das muss ich mir merken. Wenn ich mit ihm rede, schaut er nur auf. Er kann befürchten, dass ich ihm nicht vergebe, dass er mich angelogen hat. Jetzt gibt es keinen Lord Ecke. Ich verstehe, warum du das tust, aber ich bin nicht böse. Aber ich möchte, dass du mir alles erzählst. Nun, diese Geschichte hat vor vielen Jahren begonnen. Wie ich dir schon sagte, haben mein bester Freund und ich die Welt gerettet. Ich wollte ihn aufhalten, aber ich dachte, es sei nicht wahr. Also ließ ich ihn das Gespräch fortsetzen. Nach einer langen und langen Erfahrung haben wir es endlich geschafft. Er verschwand plötzlich. Plötzlich blieb sie stehen, hat jeder Geschlecht getauscht. Plötzlich blieb sie stehen und redete und sah mich glücklich an. Ich habe ein wundervolles Gefühl. Seine Augenbrauen sahen wütend aus. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber bevor ich fragen konnte, unterhielt er sich erneut. Kapitel 17. Nach Quint. Aber trotzdem, ich werde dir nicht alles erzählen, Quinte. Du weißt schon alles. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich. Warum hast du alles von mir versteckt? Warum hast du es mir nicht so gut erzählt? Diese Geschichte hier erzählt nichts gut.
Bist du ein Gunther, den ich schon lange kenne? Warum hast du das Problem dann verloren? Ich war erstaunt, als er mich fragte. Ich wollte ihn fragen, ob er meine wahre Identität kenne, aber er stoppte mich sofort. Bevor du mir irgendwelche Fragen stellst, die ich beantworten möchte. Deshalb finde ich, dass alles am schönsten ist. Und ich habe angefangen. Es ergibt keinen Sinn, aber ich kenne ihn seit meinem Tod. Das ist schön. Und warum bist du dann nicht tot? Davor konnte ich es dir nicht sagen. Nachdem Ratjas alles gelernt hatte, stellte er sicher, dass ich es dir nicht erzähle. Ich dachte, warum ich trotz alledem immer noch an sie glaube. Jetzt weiß ich, warum sie mich gebeten hat, mitzumachen. Wenn ich dir Necrozma vorher gesagt hätte, dann hättest du mir echte Identität geben, rede mit Latias und wir geben beide auf und rede mit ihm. Sie hat gekämpft. Ich habe kein Wort verstanden und ich denke, ihr auch nicht. Sie wollte in jeder Hinsicht davonkommen, deshalb hat sie sich diese Strategie ausgedacht. Als wir über Treasure gesprochen haben, dann habe ich keine andere Wahl. Wenn du mir erlaubst zu entscheiden, ob ich bleibe, dann ist das nicht... Google Time! Das Wort scheint es ebenfalls nicht zu... Ich komme auf irgendwelche... russischen oder welche Sprache das ist, Seiten, die mir jetzt leider nicht sagen, was Utingu, was hier steht, heißt. Utingu, Alter. Ich habe immer noch keine Ahnung. Mir zeigt es jetzt nur Übersetzung für Nothing an, wenn ich das gucke. Aber ich bin vermutlich für das, was hier passiert ist. Ich muss dir die Wahrheit sagen, kein Problem. Also beendete ich meine Geschichte und war in der Tat das falsche Ziel von dem, was ich tat. Ich war auch nervös. Wegen des Vorfalls, der mir passiert ist. Aber Lord Eckert tat etwas Gutes und schien zu sehen, wie das Ganze geklärt wurde. Nicht so Quint. Als ich deine Frage kannte, im Laufe der Zeit sah ich mich mehr und ich wurde ständig geschwatzt. Hä? Ich verstehe kein Wort, verdammte Scheiße. Können wir hier bitte Deutsch reden? Auf dem Mond war ich fast bereit, dich zu fragen, aber ich dachte nicht, dass du mich auch angeschrien hast. Schreiender Gent. Ich habe nicht einmal geantwortet, deshalb bin ich gegangen. Am Ende hat mich Necrozma über alles befürwortet. Topic. Aber ich beende meine Geschichte zufällig richtig. Als du verloren warst, hatte ich eine schlechte Zeit. Alle in unserer Gegend waren nett und feierten die Freude, die Welt zu retten. Aber ich kann nicht zurück in die Welt. Alle. Es sorgte für eine entspannte Atmosphäre und musste jeden Bereich mit Erinnerungen füllen, sodass ich nach einer Weile nicht mehr warten konnte. Ich entschied mich, Treasure City zu verlassen. Aha, Schatzstadt einfach ins Englische gepackt, auch wenn's Treasure Town heißt im Englischen. Und heimlich in einer Nacht zu gehen, aber keine Reaktion. Hoffentlich wird es nur noch schlimmer. Alles klar, das ist eine super Hoffnung. Hoffentlich wird es nur noch schlimmer. Jetzt bin ich nicht alleine genug für dich. Nicht die ganze Stadt, aber ich bin stolz darauf, die Probleme problemlos bewältigen zu können. Was? Und ich hoffe, alles in Silberdorf ist besser. Alles wird schlimmer. Ja, hast du doch gerade noch gehofft, freu dich. Ich fing an, die ganze Welt zu hassen. Eines Tages, bevor ich nach Treasure Town kam... Nein, das ist falsch. Bevor er nach Silberdorf kam, muss dahin, traf ich mich plötzlich mit Latias. Er sagte mir, er weiß alles. Ich sagte es mir noch einmal, fahren, und am Ende habe ich die Welt davon überzeugt, nicht zu gehen.
Aus Wut war ich in seinen Krieg verwickelt. Als ich mit Bulbasaur zusammen war, fing ich an, wunderbar zu leben. Okay, mach was du denkst, Lorecke. Was ist mit Bulbasaur in dieser Geschichte los? Natürlich konnte Latias mich dazu bringen, immer wieder zu schreiben. Du kannst schreiben. Als du endlich auf diese Welt gekommen bist und wir wieder Freunde geworden sind, kann ich fast mit einem Herzen sagen, ich werde es allen erzählen. Wenn ich Bulbasaur noch maximal wüsste, würde ich vielleicht das Gleiche tun. Aber dann fürchte ich, dass niemand sterben wird. Alles klar, Lord Ecke! Danke! Das ist natürlich... Das wäre schrecklich, wenn keiner... Was? Zu diesem Zeitpunkt habe ich ihnen alle Lügen gegenüber Latia erzählt. Als Latias ankam, sagte sie mir, dass ich dich festnehmen würde. Zu der Zeit dachte ich, sie würde dich schlagen, damit du Nick Crossman nicht unterstützen kannst. Aber als du eingesperrt warst, erfuhr ich, dass sie dich freilassen wollte. Oh mein Gott, das ist ja... Also, wenn Lord Ecke das gewusst hätte, willst du mich verarschen? Das dreht dir den kompletten Sinn um. Was ist denn das? Ich gab dir meine Angst und ich floh zu dir. Und ich sagte Ratias, dass du denkst, er kämpfe für das Licht. Und er hat dafür gesorgt, dass du deinen Plan für dich ausleben musstest. Komma. Wenn das erste Zeichen in einem Satz ein Komma ist. Komma, Latlatianer konnten nicht widerstehen, dich anzugreifen. Es verhindert den schlimmsten Fall. Ich hoffe, Nick Crossman kann sich bis dahin mit ihnen in Verbindung setzen und das Programm beenden, auch wenn dies bisher noch nicht geschehen ist. Also arbeitet Nick Crossman beim Kundenservice, haben sie schon versucht, das Gerät neu zu starten. Ja, ficken sie sich. Ich meine, sie waren immer zuversichtlich, dass ihr Latia und ich weiß, dass sie mir nicht mehr vertrauen werden. Also muss ich die volle Rolle spielen. Damals, als wir den letzten erbitterten Krieg verloren hatten, hoffte ich, dass Necrosma die Probleme mit Latias loswerden könnte. Ich weiß immer noch nicht, was passieren wird und es interessiert mich nie. Aber das Traurige ist, dass sich alles geändert hat. In diesem Moment gab es keinen Durchbruch und Necrosma reagierte. Wenn wir vom ganzen Prozess erschöpft sind, müssen sie mir noch erklären, dass es für mich gleichzeitig viel gibt. Gleichzeitig müssen wir nach Silberdorf gehen und den Rest besorgen. Rede mit Bulbasaur, weil ich dich will. Natürlich können wir uns hier nicht trennen. Wir sind uns alle einig, dass wir gerade gegen Latia kämpfen, also fahren wir nach Silberdorf. Sprachlos.mp4. Ja, das nächste Kapitel geht noch in diese Folge. Ja, ich will jetzt natürlich auch keine so kurze machen. Kapitel 18. Elementarkristalle. Diese Höhle ist nicht weit von Silberdorf entfernt. Es bleibt bei den Wäldern über dem Seelenwald und wenn sie vom Berg herabsteigen, können sie Silberdorf von Weitem sehen. Als ich etwas Merkwürdiges von Twilight sah, wollte Lord Ecke gerade ausgehen. Ich muss es mir zweimal ansehen, bevor ich verstehe, was es ist. Die Fähigkeit des Nekromanten fiel hunderte von Metern über den Boden. Ich habe sie davor gewarnt. Vati. Vor kurzem ist Lati in letzter Zeit herausgekommen. Aber wir müssen jetzt alles vergessen und unseren Kopf nach Silberdorf drehen. Ich habe gerade meinen Kopf zur Seite gedreht. Jetzt können wir weiterlesen, wenn ich die Stelle im Text wiederfinde. Wir müssen uns zuerst überlegen, was wir jetzt tun wollen, weil es unmöglich ist. Machen Sie ein Spiel mit Ihren Fähigkeiten. Ein leichter Kämpfer. Ja, es ist unmöglich. Dann lasst es. Wir erreichten bald Silberdorf. Die Pokémon sind immer hier, um zu hören, was passiert. Also ist der Nekromant nicht der Feind. Wir haben Floink und Bulbasaur weit und breit gesehen. Als wir die Spitze der Menge erreichten, schwamm Bulbasaur auf uns zu, aber Floink scheint es zu unterdrücken. An diesem Satz war wieder einmal alles falsch. Die Spitze der Menge, also eigentlich des Hügels, auf der Spitze
Spitze schwimmt auf einmal Bulbasaur, der aber leider vom gerade eigentlich deprimierten Floink, der gerade nicht so confident ist, unterdrückt wird. Wahrscheinlich! Kontaktieren Sie uns direkt bei Bulbasaur. Hallo Glück, wir sehen, was mit dir passiert. Was machen wir heutzutage in Necrozma? Stopp! Bevor er antwortete, fragte ich Bulbasaur Floink, was los sah. Also verließ er die Mondlichtgrotte auf diese Weise. Einer seiner Helfer beschloss, für ein anderes Land zur See zu fahren. Aber Frank wollte es auf diese Weise stoppen. Wer ist Frank? Weil er einen Freund hatte, wollte sein Projekt nicht abbrechen. Also plante Floink am Tag seiner Abreise mit ihm zu sprechen. Obwohl er ihn an diesem Tag ärgerte. Haben sie uns vor dem Mond gerettet, bevor wir in der Lage seien, ihn vor Floink freizulassen. Weiter vor allem, weil er vermutet wurde, dass er wütend auf ihn war. Er konnte nicht leicht umzingelt werden, aber ich fühlte mich in ihm. Was ist das? Ich sagte ihm nicht, dass ich für die Entführung verantwortlich war, aber er wusste, dass es unsere Verantwortung war, die Truppe zu verlassen. Und es war nicht sie, sondern meine Verantwortung, obwohl ich ihm nicht sage, welche Rolle ich im gesamten Netzwerk spielen würde. Lord Ecke und Necrozma sehen auch komisch aus, aber in meinen Augen gibt's nur eine Option. Ja, und was hat der erste Punkt jetzt mit dem zweiten zu tun? Ich meine, sagen Sie ihm wirklich Bulbasaur, er wird es verstehen. Jetzt brauchen wir alle Hilfe, die wir zu einigen Dingen geben können. Andere Ideen. Nein, Bulbasaur tat, was ich vorschlug. Zuerst war Floink wütend, aber er beruhigte sich wieder. Das Einzige, was er in diesen Tagen sah, war Lord Ecke, Necrozma und ich. Komm. Als Necrozma vermittelte, wir sprechen sie für einen Moment. In diesen Tagen haben wir alles untersucht, dass alle Optionen, die wir in diesem Krieg haben und die einzige Lösung zur Verfügung stehen. Wir müssen 3 Grundkristalle sammeln. Details, was? Kristallelementar! Das ist der Videotitel, das weiß ich jetzt schon. Kristallelementar, wenn nicht gerade im letzten kleinen Teil hier noch was Besseres kommt. Sie wurden geschaffen, um Gunthers auserwählte Dunkelheit zu unterstützen. Digga, warum wirkt Günther wie der Antagonist hier? Vielleicht ist es ja. Sie sind an 3 verschiedenen Orten im ganzen Land versteckt und jeder hat eine Wache. Dies sind die 3 wesentlichen Elemente der Existenz. Zeit und Traum sind verbunden. Wenn Sie alle 3 Funktionen kombinieren, können Sie perfekte Details kreieren und so dem gesamten Spiel die wahre Kraft eines gewählten Daseins verleihen und so die Dunkelheit besiegen. Digga, jetzt mal im Ernst, das ist gerade wieder eine Ersätze, da denke ich mir. Das wäre irgendwie auch eine richtig geile Storyline. Das ginge dann in die Richtung von dem, was Fragezeichen Man in Pokémon Günther gemacht hat. Von wegen, diese ganze Welt existiert nur, weil ich sie schreibe. Und das wäre dann eben, man muss hier diese Kristalle sammeln, um dann die Details der Welt zu bearbeiten und die Welt besser verändern zu können. Das wäre echt auch storytechnisch nicht mal bad. Im letzten Kampf, Quinn, müssen sie experimentieren, überquere es selbst, aber wir können einen langen Weg mit dir gehen. Er öffnete die Karte und zeigte auf drei Orte, ich kann nicht reden, von denen wir 2 kennen. Die Mondlichtgrotte und den Zeitturm. Boah! Es ist zwar eigentlich die Mondscheingrotte. Nee, scheiße. Ich glaube es zumindest, aber Zeitturm sogar richtig. Der dritte Kristall, der Raumkristall, befindet sich auf der Säule. Der Nekromant schnitt ein Dreieck aus 3 Punkten des Kristalls und machte einen Punkt in der Mitte des Dreiecks. Hier müssen wir ein Tierheim errichten, um die Suche durchzuführen. Und warum braucht ihr da jetzt... Egal. Lord Ecke nahm ein weiteres Bild von der Karte und wies auf einen Ort in unmittelbarer Nähe des von Necrozma geplanten Lagers hin. Wir müssen hierher. Das ist wirklich Schatzstadt. Wir können unseren eigenen Campingplatz auf unserer alten... T- auf,
unserem alten Tohaido-Gemälde bauen. Machen die jetzt Absprachen, wie sie Geld verdienen oder wie sie halt einfach irgendwas, wie sie ihre Grundstücke, ihre Immobilien gut nutzen. Hier können wir ein Tierheim bauen. Nee, da können wir einen Campingplatz bauen. Also war alles geplant und wir begannen eine Sackgasse für die Suche nach den Grundkristallen. Kapitel 19. Elementare Kristalle der Zeit. Beginnt ja schon mal relativ originalgetreu. Nice. Die Wanderung nach Treasure City dauerte einige Zeit und wir mussten die ganze Nacht wandern. Trotz der vielen Ereignisse und der schwierigen Reise in den letzten Tagen ist die Atmosphäre in unserem 5-Pokémon grundsätzlich gut. Wenn ich es versuche, kann ich es nicht genießen. Normalerweise denke ich über viele Dinge nach. Aus irgendeinem Grund interessierte mich wirklich, dass ich mich entscheiden musste, um die Welt zu retten. Und ich wusste nicht, dass ich in der Lage sein würde, die Schecks, die ich gerade bestanden hatte, aufzugeben. Ja, Geld aufgeben ist, YouTube-Partner fühle ich, schwere Sache. Wenn sie wirklich dazu verwendet werden würden, die richtigen Wähler zu bewerten, so müsste ich meine Grenzen überschreiten und etwas tun, was ich für unmöglich hielt. Ich habe große Angst, dass etwas schief geht oder ich versage. Jetzt will ich nur einen Unterschied wissen. Vielleicht bedeutet mein falscher Schachzug das Ende der Welt. Dieser Stress beeinflusste die ganze Reise stark und andere schienen sich auf das Ganze zu konzentrieren. Was ist mit Quinte passiert? Sehen Sie das eingebildet? Ich erklärte kurz, dass ich den Druck der Astronomie von meinem Job spürte. Quint arbeitet bei der NASA. Aber Floink lachte nur. Quintia hoffnungsvoll. Ich sage, es ist alles in Ordnung, wie schwierig es ist. Sobald sie alle grundlegenden Weihnachten haben, wird der Krieg mit Latias kein Hindernis mehr sein. Innerhalb einer Woche werden wir bei ihnen sein und können den Rest ihres Lebens haben. Warum sind Floink und Bisasam so seltsam in dieser... Ich glaube wirklich, dass in dieser Version der Geschichte Floink die Rolle des verrückten Wissenschaftlers einnimmt und nicht Nick Schrosma. Immer wieder Versprechen. Trotz all meiner Bemühungen kann ich solche Hoffnung immer noch nicht zeigen. Und trotzdem bin ich froh, dass andere zu mir stehen können und es tun. Obwohl erst heute Morgen, als wir ankamen, begrüßten uns viele alte Freunde von Saudi-Stadt. Mit Doppel-T am Ende. Was? Die Teilnehmer der Gilde interessierten sich besonders für die Ereignisse, die mit Annos in den letzten Monaten stattfanden. Aber Lord Ecke macht wieder das, was er eigentlich die gesamte Geschichte macht. Warf sie sofort weg. Warum? Warum wirft jeder mit Pokémon um sich? Wie wir alle war er von der Reise besonders müde und wir schworen kurz, dass wir ihnen am Ende der Geschichte alles erzählen würden. Nachdem es komplett geschlossen war, einigten wir uns mit Hilfe von Lapra auf Time Lapra. Das Ziffernblatt zeigt auf die dortigen Tore, um die Zeitelemente zu steuern. Lapras überraschte uns zunächst. Da er die meiste Zeit am Strand verbringt, fühlte er sich nicht verärgert. Und in der Innenstadt, aber er versicherte uns, dass er uns helfen würde. Versteckt auf dem Weg zum Göttlichen, also zu mir, hatten wir alles, was wir dem Guerilla-Kämpfer nach dieser Erfahrung erzählen wollten. In der Folge errichteten wir nach dem Baden das Versteck und der Hof blieb stundenlang bestehen. Er fand sich wieder ruhig, im Gegensatz zu damals, als ich verloren war. Aha. Ich glaube, man hat schon an meiner Vorleseart bemerkt, was ich mir gedacht habe. In voller Höhe erreichten wir die Spitze des Sees. Seit wann hatten sie eine Spitze? Dialga, die, Alter, kann vielleicht mal irgendwer sein Geschlecht behalten?
Kat Jaeger, die dort zuschaute, war bei unserer Ankunft besonders schockiert. Sie? Warum sind Sie zurückgekommen? Wir sind hier, weil wir Grundstrom brauchen, damit der Planet nicht schwarz wird. Ich möchte die Erfahrung weitergeben. Nun, ich habe gehört. Ich kenne deine Stärken, aber ich möchte dich fragen, gehst du wirklich dieses Risiko ein? Die kleinen Dinge, die ich versucht habe, wurden nie gesehen. Ich bin mir sicher, dass ich keine andere Wahl habe. Naha, ich werfe dir einen Testplatz. Was? Ja, warum bin ich so... Ich verstehe nichts mehr. Warum sitze ich hier? Deine anderen Leute, bitte lass diesen Stein. Der Herr hat ihn endlich verlassen. Lord Ecke wandte sich wieder um. Wenn du dein Ziel erreicht hast, komm sofort zurück, okay? Wenn du ihn brauchst, sei glücklich. Nachdem er die Einheit verlassen hatte, musste ich auch Dialga fragen, wie die Gesamterfahrung war. Ich befand mich plötzlich an einem fremden Ort. Es sieht nicht besonders gut aus. Im Gegenteil, es klingt wie ein Traum. Die Art und Weise, hier zu dominieren, ist unglaublich. T-Pose. So. Wir machen hier jetzt kurze 10 Sekunden, in denen bitte alle vor ihren Bildschirmen T-Posen. Gut. Weiter geht's. Ich habe noch nie so einen Ort gesehen und kann es mir nicht einmal vorstellen, zum Schweigen gebracht werden. Willkommen an dem Ort, an dem sie zum ersten Mal aufgenommen, an dem sie Quintett zum ersten Mal aufgenommen haben. Ich hoffe, sie sind auf diesen Weg gekommen. Dieser Test mag ihr härtester Test sein, aber es ist für sie im Übrigen am einfachsten zu erraten. Das sind ihre Chancen. Das Letzte ist es, umzukehren. Bist du wirklich bereit, dich mit allem auseinanderzusetzen? Du wirst auf einige Einschränkungen warten müssen und nicht akzeptieren müssen, ob du es schaffen wirst oder nicht. Endlich! Ich habe Angst, aber ich weiß, dass es keine andere Wahl gibt. Ich habe andererseits einen tiefen Eindruck hinterlassen. Dieses Projekt bei mir auch. Ja, ich bin bereit. Ich habe mich immer gefragt, ob diese Person, die jemals dort war, meinen Namen kennt und anschließend alles kontrolliert, was passiert. Warum bezweifle ich das? Trotzdem fragte ich nicht, weil ich keine Antworten erwartete, die mir helfen würde. Aber ich würde sie jeden Tag finden. Zugegeben, ich habe nicht erwartet, dass sie noch etwas anderes haben. Folgen Sie mir. Ein wunderbarer Knopf tauchte vor mir in der Luft auf und ragte mit einem erhobenen Auge heraus. Was? Knöpfe mit Augen am Start, Digga. Der legendäre, sinnlose Knopf. Ich folgte ihm lange und hörte eine Stimme. Leider muss ich alles kontrollieren, auch sie, aber ich bin ein Anwalt dieser Christen und daher ist es meine Pflicht. Was? Mir wird das wieder zu religiös. Ich kenne sie und ihre Erfahrungen, aber trotz vieler Dinge muss es sein, dass ich die Macht, dich zu kontrollieren und wirklich derjenige zu sein, der von der dunklen Opposition profitieren kann. Ich könnte jetzt natürlich sagen, meinst du damit die GroKo? Wenn du denkst, dass der Kampf leicht sein wird, dann liegst du falsch. Diese Erfahrungen werden für dich schwierig sein. Es wird schwierig sein. Ich glaube, das hast du schon mal gesagt. Es ist Alzheimer, oder? Aber wenn du Erfolg hast, wird alles andere aus allem herauskommen, was du zuvor erlebt hast. Während ich zuhörte und Musik hörte, wurde ich immer schwächer, bis ich plötzlich unfähig war, damit umzugehen. Ich saß auf dem Baum und konnte mich nicht bewegen. Natürlich war ich nicht so stark, also habe ich den Test nicht bestanden, weil ich Latia plötzlich vor mir sah. Super!
hier so komplett selbstverständlich. Natürlich war ich nicht so stark, also habe ich einen Test halt nicht bestanden. Passiert, juckt ja keinen. Es scheint, als würde ich mich an das letzte Treffen erinnern, als sie... Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Als sie mich ansah, schien die Trauer, die über sie floss, größer zu werden und ihre Augen zitterten. Du bist ein bitterer Feind als ich, weil du es nicht erwartest. Du kannst es nicht einmal vor deinen Schafen verhindern. Tatsächlich ist es eine Schande. Ich wünschte, ich könnte um diesen Preis bitten. Ich kann dich zurück in deine Welt bringen, in der menschlichen Welt. Du kannst in Frieden leben und den armen Pokémon leicht folgen. Also sterben. Hast du einen Konflikt mit ihnen? Naja, also Bulbasaur belästigt mich regelmäßig und Lord Ecke wirft mich eigentlich immer weg, wenn er mich sieht. Deswegen, ja, dies ist ihre Welt, nicht deine. Was sagst du jetzt? Latias hat diesen Service für mich erbracht und es tat mir so leid, mich heute schämen zu müssen, dass ich ihr Angebot annehmen würde. Digga, dieser Generator verändert den Sinn um, Digga, der dreht einfach 180 Grad den Sinn rum, dieser Scheiß hier. Ah, scheiße, ich hab den Disclaimer am Anfang vergessen, scheiß drauf. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass das, was sie sagte, falsch war. Nein, solange es Hoffnung gibt, werde ich den Krieg nicht aufgeben. Diese Welt ist nicht weniger als die der Menschen. Diese armen Pokémon sind meine Freunde. Mein Wunsch entgegen meinem Wunsch. Verschwand es spurlos. Die Wache. Die Stimme hörte. Glücklich, sie haben die Zeit des Kristalltests bestanden. Du hast deine Angst aufgehoben und dir gezeigt, wo du wirklich bist. Plötzlich verschwand der Ton und ich verlor das Bewusstsein. Kapitel 20. Ein spezieller Abschnitt zur Weltraumkristallisation. Wir haben den ersten Kristall. Als ich in unserem Lager erschien, war er plötzlich wieder da. Leider haben wir ein neues Problem, aber niemand kann mir sagen, warum sie gestorben ist. Warum stirbt eigentlich die ganze Zeit jemand? Wir arbeiten heutzutage so hart daran, unsere Arbeit zu planen. Außerdem gibt es täglich nur 3 Stunden Licht, sodass wir es kaum erwarten können, dass er eintrifft. Wir können ihm immer noch nicht entkommen und es besteht die Gefahr, dass Latia unser Lager findet. Die Zeit ist sehr nahe. Ich habe nämlich eine Rolex am Arm. Sieht man die? Ich hab nicht mal eine Armbanduhr. Nick Rosma hat berechnet, dass auf die eine oder andere Weise alle Dunkelheit innerhalb von 5 Tagen kommen wird. Also sind wir weniger als 2 Wochen vom Ende der Welt entfernt. Wir mussten sehr gefährlich sein. Ja, wenn du mit so viel Dingen um dich wirfst, bist du gefährlich. Es besteht kein Zweifel, dass dies eine Menge Dinge sind und wir sind uns einig. Vor allem, weil ich darauf bestehe, dass ich diese Straße entlang gehe, um Kristalle zu holen. Die anderen wurden zunächst völlig ignoriert. Und ich dachte, aber irgendwann wurde allen klar, dass dies immer noch unsere einzige Chance war. Also ging ich meinen Weg und ging in einen leeren Raum im Westraum von Schatzstadt. Ich hatte gehofft, den Tagesausflug so angenehm wie möglich zu gestalten und versprach, innerhalb von 3 Tagen zurückzukehren. Diese Reise führte mich zu vielen berühmten und unerforschten Orten. Ich trat in einen bergigen Seelenwald ein, entdeckte den Namen Schlugensberg. Was? Erstmal der bergige Seelwald und Schlugensberg. Vor allem gab es eine einzigartige Wechselwirkung in der Luft, die dazu führte, dass der Bruch im Versteck sehr gut sichtbar wurde. Es ist die Säule, in der Palkia steht. Man muss jetzt sagen,
Speersäule eigentlich sind Palkia und Dialga in der originalen vierten Gen ja auf Spearpillar, der Speersäule. Aber in dem Fall sollte das eigentlich die Raumspalte sein. Ich ging hinein und kam an einen fremden Ort, der sich sehr vom Geheimnis unterschied. In der untersten Minute sah ich eine drachenhafte Kreatur. Dialga hat mir erzählt, was los ist. Sie gewinnen den Zugang zu dem Ort zurück, oder? Er wartete nicht darauf, dass meine Antwort anfing zu erklären. Sie wissen, dass sie ein Risiko eingehen werden, wenn sie sich wirklich weigern, aus der Erfahrung herauszukommen, richtig? Ihre Erfahrung wird ein schwieriges Problem sein. Wenn sie eine falsche Antwort geben, haben sie nur eine Chance und ihre Rückkehr kommt von außen. Quelle, sind sie wirklich sicher? Sehr gut. Sehr gut, dass meine Geschichte mir sogar Quellenangaben macht. Wo bin ich und was mache ich in meinem Haus? Da es nicht meine Zeit ist, auf eine Antwort zu warten, habe ich einige Anpassungen an den Erwartungen vorgenommen und ihm gesagt, dass ich für sie da bin. Ein sprachloses Portal wurde geöffnet und ich ging mit. Wenn das Portal sprechen würde, würde ich mir auch Sorgen machen. Ich befand mich an einem sehr seltsamen Ort. Es scheint unglücklich zu sein. Im Gegensatz zu allem, was ich beweisen kann, zum Schweigen gebracht werden. Ich erkannte sie sofort und küsste sie. Aha, wieder mal. Und dabei bist du doch gar nicht Bulbasaur. Also hast du die Steinprobe des Weltraums tatsächlich bestanden? Palkia hat dir den ganzen Weg erzählt, dass dies ein schwieriges Problem ist. Möchtest du zurückkommen, wenn du frei bist? Ich bestätigte in der Frage, ob ich bereit war, okay zu sein. Nachdem ich fertig war, beschloss ich, auf meine Bedenken einzugehen. Nun, ich bin bereit, dir zu antworten. Diese Frage ist gleichzeitig einfach und schwierig. Du solltest wissen, dass ich immer noch ein normales Pokémon bin. Deine Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, wer ich bin. Wow, die Frage ist normal. Als sie ihr Problem sagte, konnte ich nicht anders als lachen. Ich frage mich, ob das Ganze chaotisch ist. Ja, diese gesamte Geschichte ist chaotisch. In den letzten Monaten habe ich viel über Latias Stimme gelernt. Aber seit dem letzten Tag ist nicht mehr von der Dunkelheit betroffen und hat bereits gesprochen. Ich sagte ihr, dass ich wüsste, dass sie eine Latisierin ist. Was ist das? Und fragte, was passieren würde. Ich war bereit zu kämpfen, weil ich auf den Angriff wartete, aber nix. Sie begann mit Nachdruck zu sagen, ich hoffe, sie kennen meine Stimme und geben die Erfahrung weiter. Gesegnet! Ich werde erzählen, was passiert ist und warum ich hier bin. Als es vorbei war, war ich anders. Schön wär's. Ein Blick auf alles, was bisher passiert ist. Ich kann immer noch nicht in jeder Hinsicht hundertprozentig sicher sein, ob ich ihr wirklich vertrauen kann. Aber ihre Worte sagen viele Dinge aus, die ich nicht zuerst beantworten kann. Jetzt kennst du die ganze Geschichte. Nimm einen zweiten Helden und erzähle anderen, was ich dir erzählt habe. Ich vertraue dir und ich weiß, dass du es tun wirst. Gesegnet! Warum endet das immer mit gesegnet? Bevor ich es wusste, war ich bei sie steht vor der Studiotür und hält Crystal in der Hand. Alles klar. Satzbau gute Land. Auf diese Weise werde ich Bautschenf bald verlassen. Ich habe angefangen, zusätzliches Personal muss alles finden. Aber ich musste im Geisterwald warten. In diesem Moment erschien mir etwas. Es sieht aus wie ein Bereich, der nur aus Schatten besteht. Diese Kreatur entspricht Latias Kommentar. Wenn du sein Leben schätzt, tust du nichts. Du kennst mich besser, als ich es zulasse. Vergiss mich, ich brauche ihn nicht. Als es vorbei war, war ich von Zoroastrianern umgeben. Ich wusste, dass ich nur eine Chance hatte, mich zu ergeben. Aber bevor ich ohne Feuergefecht auf die Erde gehen konnte... Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber ich hoffe, wenn ich sie nie wiedersehe, können sie die Welt retten. Ich weiß leicht, was Quinn tun wird. Dinge durch die Gegend werfen.
Naja, Kapitel 21. Wahre Gerechtigkeit. Seit dem Tag, an dem ich Crystal of Time erhalten habe, weiß ich nicht, wie lange ich mich unruhig gefühlt habe. Als ich müde war, kehrte ich in unser Lager an den Tohaido-Schluchten zurück. Necrozma, Floink und Bulbasaur saßen an einer Seite des Lagers und es schien eine Debatte zu geben. Aber es gab... Was? Yeah. Es gab keine Lord-Kecke-Strecke. Was? Wartet, wir spulen jetzt mal. So, da. Seht ihr meine Handbewegung? Nein, tu dir nicht, weil ich keine Facecam anhab. Genauso spulen wir jetzt zurück. Ja, ihr müsst mir nicht applaudieren, ich habe euch weitergeholfen. Es regnete heftig und es gab einen starken Sturm. Der Test ergab keine bleibende Wunde, außer dass mein Kopf leicht gebissen war. Aber sie erlaubten mir nicht, mich diesen drei Ländern anzuschließen. Wir sind endlich aufgewacht. Du hast ein paar Tage geschlafen. Wir waren eine Weile sehr besorgt. Frank? F-R-E-Y-N-K. Frank. Drehte den Kopf und verließ mich. Aber wir müssen es noch tun. Weil es nur noch eine Woche bis zum Ende der Welt ist. Nach einer langen Debatte waren wir uns einig, dass Lord Ecke sich kreativen Freiraum verschaffen würde. Sehr schön. Wir alle hoffen, dass er keine Hypothese aufstellen kann, weil sie die beste Person sind, um die Dunkelheit zu bekämpfen. Aber wir haben keine andere Wahl. Er hatte versprochen, in 3 Tagen zu Weihnachten zurückzukehren. Das zu Weihnachten sollte da nicht stehen. Aber heute ist der 5. Tag. Wir waren nur überredet, ins Ferienzimmer zu gehen, um zu sehen, was passiert ist. Digga, das hat mich gerade an Virus Edition 2 erinnert mit Weihnachten. Virus Edition Spezialepisode 2. Ich mache mir wirklich Sorgen um diese Situation, also möchte ich natürlich mit mir gehen. Obwohl mir aus irgendeinem Grund immer der Kopf wehtut. Ich versuchte nichts zu zeigen, aber an der Tür des Seelenwaldes fiel mir auch auf, was mit mir los war. Ich konnte nicht ehrlich gehen und wehrte mich oft. Ich habe mich vorerst im Kofferraum versteckt, weil es nicht immer leicht geregnet hatte. Jedes Mal, wenn ich werf... Oh nein, du werfst nichts! Mich macht das aggressiver, als es sollte. Jedes Mal, wenn ich werfe, tut mir der Kopf weh. Aber ich möchte meine Reise nicht auf einer unbekannten Reise beenden. Bulbasaur hielt meine Hand, als es wieder regnete. Ich denke, wir werden auf die Erfahrung achten, oder? Vor allem, wenn du dich nicht wohlfühlst, Quint, oder? Ich möchte nichts zeigen. Nein, es ist egal, ich habe Kopfschmerzen. Ich kann das schon lange ausdrücken. Beobachte mich genau. Geh lange zu Quinte. Du scheinst auch zu fallen. Komm schon, lass uns zurückgehen. Als Floink uns plötzlich anrief, war ich so schockiert und frustriert, dass ich in eine dunkle Situation zurückkehren musste. Beeil dich. Wir kommen in diesen Tagen zu ihm, dass er wirklich hier ist. Andererseits habe ich ein wundervolles Licht. Die Dinge an ihm sehen erstaunlich aus. Als... Was? Royak. R-O-Y-A-K. Ich will nichts sagen, aber jetzt weiß ich endlich, woher mein Bruder die Namen für seine Geschichten hat. Ich weiß, dass du das guckst. Gerne. Als Royak ihn angriff, war er nur ein unsichtbares Set. Ein Gegenstand wurde dekoriert. Das habe ich jetzt irgendwie übertriebener gesagt als nötig. Ich wusste, was passiert war. Meine Stimme war Stereo. Ja, ich nehme Stereo auf, Bitches. Seitdem habe ich es nie mehr aufgegeben und verpasst. Plötzlich sah ich alles klar vor meinen Augen. Ich saß auf dem Waldboden. Mein Kopf verschwand plötzlich. Gut, wir haben wieder den Satz der Folge gefunden. Ist alles in Ordnung?
Ich erzählte ihnen über ihre Fähigkeit zu schreien und was ich sah. Oh Gott, gleich der nächste Satz. Einfach die Fähigkeit zu schreien, ganz, ganz wichtig. Ich war erstaunt darüber, was geschah, aber andere freuten sich darüber. Natürlich reden wir nicht darüber, Lord Eckes Position auf allen Seiten zu kontrollieren, aber wir haben keinen Zweifel an seinem Leben. Gleichzeitig haben wir einen grundlegenden Kristall. Es gibt noch eine zweite. Ich schaute noch einmal. Seine Lichtquelle war leicht verloren. Nur die Farbe seiner Haut zu dieser Zeit unterscheidet ihn vom Kristall. Als wir nach Schatzstadt zurückkehrten, erhielten wir alle möglichen neuen Daten, aber gleichzeitig gab es neue Probleme. Wir wollten dort warten, bevor wir zur Mondlichtgrotte gehen. Ich kann nicht gut schlafen. Ich fürchte, Lord Ecke ist an der Macht, weil er zu viel weiß. Oh Gott, wenn Lord Ecke an der Macht ist, sind wir alle verloren. Ich kann nicht feststellen, was das bedeutet. Vor allem weiß ich nicht, was es ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was weiß Günther nicht, Quent nicht, was es ist? Macht oder Wissen? Oder beides? Egal, was es ist, es spricht nicht für ihn. Wir haben noch nie gesehen oder gehört. Zumindest ich nicht. Günther ist schwerbehindert, confirmed? Hey! Ich versuchte mir zu erklären, was passieren könnte. Letztlich denke ich, dass Shire als neuer rechter Mann in Lettland wahrgenommen wird und Lord Ecke hat seine Einstellung und ein Glück, gibt's noch zwei Sätze, dann ist das zu Ende heute. Ich werd hier dumm. Ach, stimmt, bin ich schon. Etwas war geheim und Lord Ecke entdeckte es auf der Straße. Der Ersteller hat sich nun verpflichtet, diese Vertraulichkeit zu verhindern. 22. Kapitel. Warte. Erstens, das Kapitel bekommt keinen Namen. Super. Irgendwie hatte ich mir eingebildet, dass das letzte Kapitel schon das 22. gewesen wäre. Oh. Ich sag mal nichts dazu. 22. Kapitel. Ich hatte lange gewartet, bis die Tür geöffnet wurde, aber ich hatte diese Möglichkeit nie erwartet. Nee. Da ist was falsch. Scheiße. Uff. Irgendwie fehlt da ein ganzer Teil der Geschichte. Ich sehe hier ist alles mal nur diese gesamte Reise zur Mondsteingrotte und eben dann, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier ist es schon direkt in der Prüfung drin, wo es weitergeht. Dabei haben wir letztes Mal das einfach nicht gehabt. Ich guck das jetzt mal kurz. Aber nee, das kann auch nicht sein, dass das irgendwie eine Seite nicht ausgedruckt hat, weil das ist mitten auf der Seite. Sorry, dass diese Folge jetzt so komisch losgeht, aber... Ich werd jetzt einfach so weitermachen, aber... Jetzt habe ich nur Angst, dass irgendwo später das kommt noch dieselbe Stelle, die dann eben komplett an der falschen Stelle. Ich kann nicht reden, Alter. Ich beginne endlich. Ich hatte lange gewartet, bis die Tür geöffnet wurde. Aber ich hatte diese Möglichkeit nie erwartet. Lord Eke, wieder ohne das C, stand an der Tür. Sie, also hier, Geschlechterswap, sein Vater ist diese Geschichte. Sie sah aus wie eine Latianerin mit roten Augen und roten Wangen. Pikachu.
Nachdem ich gesagt habe, dass es für Lord Ecke immer noch nützlich ist, wusste ich, dass es die Frucht des dunklen Lebens ist. Dir, diese Geschichte zeigt mir öfters so Begriffe, da denke ich mir, Alter, das klingt als Begriff gar nicht so schlecht. Ergibt nur gerade keinen Sinn. Die Frucht des dunklen Lebens muss ich mir für einen Titel merken. Dies bedeutet offensichtlich Versuchung. Das passt sogar dazu. Wenn ein Krieger nicht kämpfen konnte, beenden sie eine Prüfung. Es gibt keine Möglichkeit, morgen zu enden. Lassen sie den Krieg beginnen. Als Lord Ecke angriff, hatten die Dorfwächter wenig Geld. Das ist natürlich sehr schade, dann wird das Dorf wohl pleite. Warte, welches Dorf und was für Dorfwächter? Ich habe festgestellt, dass es keine Alternative zum Krieg gibt. Er hat keine Gefühle für ihn. Aber tatsächlich weigerte sich ein Herz, ihn anzugreifen. Es muss eine Möglichkeit geben, sowohl die Gesundheit als auch den Stress des darunterliegenden Handgelenkes zu... Digga, meine Handgelenke sind auch immer sehr gestresst, if you know what I mean. Das klang falscher, als es sollte. Ich weiß jetzt schon, dass der Clip auch auf dem Discord-Server landen wird. Für mich war er mit Hilfe von Milch stärker als je zuvor. Anstatt seinen besonderen Willen zu verlieren. Milch ist Gift. Darauf erst mal ein Glas Milch. Ich versuche mir selbst zu sagen, dass er nicht verletzt wird, bis er diese Errungenschaft hat. Leider hatte ich recht. Er hatte keine Lust, mich anzugreifen. Das ist irgendwie kein Problem, aber... Zu seinem Glück war es für mich schwierig, einer Anklage zu entgehen. Alles klar, ich werde hier angezeigt. Und mir wurde klar, wie verzweifelt die Situation war, sodass ich aufhörte anzugreifen. Plötzlich wurde ich ermutigt. Meine einzige Chance, in diesem Kampf Erfolg zu haben, besteht darin, Lord Ecke vom Markt zu verdrängen. Theoretisch würde ich die Prüfung bestehen, weil Lord Ecke in diesem Krieg nicht mein Gegner war, sondern ein Schwert. Was passiert hier? Lord Ecke ist ein Schwert, Leute. Och, so ein Keck schickt gerade auf Discord nebenbei den Laufsimulator in den Chat. Danke, ich versuch aufzunehmen. Und pinkt dabei noch schön. Lord Ecke ist also ein Schwert. Wir haben schon viele tolle Dinge hier. Das größte verbleibende Problem ist die Umsetzung des Plans. Ich komme nicht aus der Zeit, weil ich Energie verliere, sie schwer zu brechen sind und meine Feinde immer stärker zu werden scheinen. Als ich einen seltsamen Ring in der Schachtel sah, schaute ich in die Tasche, um die Taschen zu entfernen und Lord Ecke zu nehmen. Meine Gefühle sind anders, wenn ich Weihnachten in anderen Kontexten festhalte. Aber sie scheinen alle in meiner Schachtel zu sein. All die Kontexte sind hier in meiner Tasche, in meiner Hosentasche. Ich erkannte, dass die Drehungen und Wendungen der beiden Felsen den gemeinsamen Gitter ähneln könnten, aber der letzte Abschnitt fehlte noch und entschied mich, diese Muscheln direkt zu kombinieren. In diesem Moment machten sie ein helles Licht und ich war blind. Happy End. Also, Gent wurde, glaube ich, in diesem Projekt, oder Quint, schon 6-mal geworfen, ist 3-mal gestorben und jetzt auch noch einmal erblindet. Als das Licht ausging, schien Lord Ecke besonders besorgt zu sein. Die Theorien sind in geringem Maße und ich habe das Gefühl, dass sie manchmal zum letzten Mal verloren gehen und Lord Ecke sich wehren kann. Als sie kurz zurückkam, beschloss ich, die Diskussion zu beenden. Mein Kaffee habe ich getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Funktioniert auch so, wie ich es wünschte. Der Körper von Lord Eckes Körper
Was? Also hat Lord Eckes Körper einen Körper, Wissenschaft.mp4. Sah aus, als würden sie in Panik geraten und dann verschwinden. Nun steht der Protagonist, den ich kenne, wieder vor mir. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der diesen Begriff wirklich verwendet, lol. In diesem Spiel sah seine Leistung nicht schlecht aus, aber er sah ein bisschen alt aus. Was ist mit Quinn passiert? Ist Hasi endlich verschwunden? Hast du das getan? Die Stimme der Wache antwortete erneut und antwortete mir, ja, das hat er. Er hat die Prüfung bestanden. Du hast dafür gesorgt, dass alle grundlegenden Details bekannt sind. Auf Deutsch alle Elementkristalle vereinigt. Jetzt geh in den Zwielichtwald. Dort beginnt alles, bis zum Ende dieses Krieges. Mit diesen Worten kamen wir zurück von der Mondlichtgrotte. Cresselia scheint gerade nicht hier zu sein, aber als ich wieder vor Lord Ecke auftauchte, schockierte mich der Addon-Bereich. Vati, wie bist du hierher gekommen? Was ist passiert? Also fing Lord Ecke an und erzählte uns, was passiert war. Ja, also, als ich die Inspektion des Raumes durchlief, fand ich sehr gut. Als ich zurück in den Raum kam, sagte ich es dir sofort, aber ich brauchte einen Geist im Wald. Tief graben. Er griff ein. Von da an hast du diese dunkle Existenz angegriffen und die Kristalle. Ich denke, man hat gehört, dass ich mein Headset geworfen habe. Nur aufs Bett aber. Von da an hast du diese dunkle Existenz angegriffen und die Kristalle geworfen. Und wir wissen es. Lord Ecke war nicht überrascht, also berichtete er weiter. Ja, sie haben mich genommen und verhaftet. Einen Tag später habe ich sie durch das Portal in die Testwelt. Ich will das nicht mehr! Stopp! Nein! Beendet es hier und jetzt! Du wirst nichts mehr! Einen Tag später habe ich sie durch das Portal in die Testwelt geworfen und plötzlich haben sich diese Dinge ausgebreitet und sind in meinen Körper eingedrungen. Damals war es schrecklich. Alles sieht sehr traditionell aus. Bis zu einem gewissen Grad ist dies jedoch nicht der Fall. Die Macht der Dunkelheit kontrolliert meinen Körper und ich kann nur die Auswirkungen davon sehen. Plötzlich kam Gunther heraus und flog durch die Luft. In diesem Fall war ich aus heiterem Himmel. Es ist selbst eine Geschichte. Allerdings ist kein Todesurteil genug. Ich sehe gerade, das nächste Kapitel ist nicht lang, deswegen können wir es auch noch machen. So, und jetzt kommt das Problem, das ich am Anfang der Folge hatte. Nachdem wir das 22. Kapitel geschafft haben, kommt nun Kapitel 22. Reine Aussagen. Das ist in Ordnung, aber weißt du, was du nicht tun solltest? Nun, weil du es meistern musst, das ist meine Aufgabe, meinen Anwalt zu finden. Und das ist meine Aufgabe. Das hast du bereits erwähnt, dass das deine Aufgabe ist. Dieses Mal für mich zu kommen. Kein Problem. Latias Stimme zu erkennen. Es wurde von uns gewaltsam getötet. Was? Hier einfach so komplett aus dem Kontext. Ah, nee, korrigiere. Ich habe mich verlesen, das ist doch nicht so schlimm. Da steht nicht, es wurde von uns gewaltsam getötet. Da steht, er wurde von uns gewaltsam getötet. Ich muss hier ganz weit los. Latias, auf keinen Fall möglich. Er sucht uns. Warum geben sie uns eine Birne? Sie sind nicht wirklich gut. Lassen Sie es mich wissen, bevor Sie sich Sorgen machen. Danach wird alles klappen. Zuerst ist sie wirklich Latia. Sie hat das gleiche Schicksal wie ich, aber für lange Zeit.
Force, I. Also wirklich, Force und I hat die dunkle Macht. Nee, Force, I hat dunkle Macht. Ihrer Meinung nach kann sie in die Welt des Gerichts eintreten und uns Kristalle geben, war nicht unser Feind, sondern die dunkle Macht. Sei für einen Moment ruhig. Ich wurde schließlich besiegt. Ich denke, es ist Zeit, saubere Details zu schaffen, oder? Andere Details schienen müde und nicht zufrieden zu sein. Ich bestand darauf, den letzten Abschnitt des reinen Elements der beiden Seiten zu bringen. Es floss wieder, dieses Mal stärker als in der Vergangenheit. In diesem Licht konnte ich ein wenig Luft vor mir sehen. Und als Licht flackerte, spürte ich es. Es sieht fast so aus, als hätte Lord Ecke die Kreatur als dunkle Kraft beschrieben. Darüber hinaus leuchtet das pure Detail in reflektierendem Licht und reflektiert alle bunten Farben des Regens an den Wänden. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ich hielt es dann fest. Aber wir haben immer noch Probleme. Wir sind fast weg und nicht mehr hell. Aber wir wissen nicht, wie wir deine Basis erreichen können. Kein Nekromant. Mit Kapitel 23. Namen brauchen die Kapitel nicht mehr. Wir verbrachten die nächsten 6 Stunden damit, Pläne zu schmieden, bis Necrozma keinen Sinn ergab. Hören Sie, ich habe gehört, dass Latia die dunkle Macht ihre Truppen schickt, um sie zu verhaften. Doch denkt sie, bevor wir Silberdorf verlassen, werden wir zuerst zu unseren Träumen kommen. Denken Sie, wir haben überhaupt einen Kristall. Floink und Bulbasaur bringen Sie, wohin Sie wollen. Sobald ich Ihnen die Planung erkläre, fahren Sie nach Silberdorf und verbreiten die Nerds dort. Digga, nein, nicht die Nerds. Alles, nur nicht die Nerds. Gunther und Lord Ecke sind unterwegs. Diese Raketen treten in die dunklen Mächte ein. Dann morgen, weil mein Körper wie ein Prisma geformt ist, kann ich das Licht nach Bedarf aufgreifen und mich als eine ihrer Schubladen sehen. Okay, der Plan ist tatsächlich gut. Warum Schubladen? Die Burg kann uns auch zum Hof des Throns führen. Wo wir uns befinden, kann den letzten Krieg führen. Ist jeder glücklich? Niemand hatte eine bessere Idee, also haben wir beschlossen, diesen Plan in Angriff zu nehmen. Und so begannen Floink und Bulbasaur. Entschuldigung, wir können dir in diesem Krieg nicht helfen. Alter, was habt ihr alle mit euren Kriegen? Oh, stimmt. Komm, wir sind jetzt im großen Finale. Und das einzige Ziel ist, dass Lord Ecke heute nichts wirft. Entschuldigung, wir können dir in diesem Krieg nicht helfen, aber solange wir unsere Pflicht zur Rettung der Welt tun können, stimme ich dir zu. Nachdem dein Krieg begonnen hat, werden wir auf die Säuberung warten. Danke für diese Welt. Auftritte. Menschen sind schön. Diese letzten 3 Sätze. Erstmal so der viertletzte Satz. Wir werden auf die Säuberung warten. Was denken die passiert da? Natürliche Selektion oder was? Und dann kommt Danke für diese Welt. Auftritte. Menschen sind schön. Vor allem Floink und Bulbasaur haben noch nie einen Menschen gesehen. Ich meine ja, Gent, aber der ist ja auch nur ein Mensch, der in ein Pokémon verwandelt wurde. Also wissen sie vielleicht, wie Menschen sich verhalten, aber nicht, wie sie aussehen. Und hier steht ja, Menschen sind... Warum argumentiere ich gerade gegen... Warum argumentiere ich da gerade für? Der Stern ist nie um die Sonne herum aufgetaucht. Schweres Leiden. Wir haben viele Stunden in Treasure Town verbracht, um die Grundbedürfnisse der Necrozma-Karte zu erfüllen, bis wir heimlich herauskamen. Wir verstecken uns vollständig, so dass die menschliche Seele uns nicht mehr sieht und die Karte vollständig zerstört. Wir hörten jedoch, dass es Floink und Bulbasaur gut geht. Wo auch immer wir hingehen, Pokémon sagt, dass das Ende der Welt nicht enden wird. Aha. Ich verstehe es nicht.
Es ist nicht fair, über Pokémon auf der ganzen Welt zu lügen, aber es muss sein. Nach einer Weile erreichten wir den Frühlingswald. Warte, das ist jetzt der Seelenwald, oder? So oder so ergibt's keinen Sinn. Dort beschlossen wir, die gesamte Energie für zukünftige Schlachten zu sammeln und versetzten uns in Lord Eckes Gebäude. Nee, Quellwald, stimmt, Quellwald. Den gab's nur einmal, deswegen... Doch, den Seelenwald gab's auch in der Geschichte schon. Der Quellwald, bei dem die Übersetzung auch Sinn ergibt, weil das wäre übersetzt, Quelle heißt Spring, Frühling heißt auch Spring, deswegen. Genius! Dort beschlossen wir die gesamte Energie, habe ich schon gelesen. Ich habe versucht, auf diese Weise einzuschlafen und zuversichtlich zu bleiben, aber ich konnte nicht. Zuerst dachte ich, es sei trocken, aber mir wurde schnell klar, dass es bei mir war. Morgen werde ich selbst über das Schicksal der ganzen Welt entscheiden. Wie auch immer, ich habe den ganzen Tag ein sehr schlechtes Konzept. Als ob nichts Furchterregendes oder Einfallsreiches. Es ist etwas passiert. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich die Welt jetzt zweimal retten will. Ich habe auch viele offene Fragen. Welche Hilfe leistet Soul Forest jetzt, wie sie sagen, nur um mich bei dieser Arbeit zu unterstützen? Das weiß man wohl erst im zweiten Teil der Walross-Edition. Wir werden den Kristall des Raumes dort sehen und ich sage einen dreidimensionalen Schrei. Ist das alleine sein Schicksal? Digga, der dreidimensionale Schrei ist sogar noch krasser als der dimensionale Schrei. Was ist das für eine dunkle Macht? Darin ist nicht genug, um diese Probleme zu lösen. Der Sturm wird von Minute zu Minute größer, als würde eine Katastrophe gemeldet. Ich musste schlafen, konnte aber nicht. Ich weiß, dass Lord Ecke und Nick Crossman diesen Kampf teilnehmen werden, aber das ist ein großes Risiko für beide. Ich muss kämpfen, nein. Es gibt viele kleine Gefahren, die vermieden werden können. Ich beschloss, alle Anstrengungen zu unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Auf jeden Fall waren die Auswirkungen auf mich nach dem Krieg nicht signifikant. Meine Verantwortung in einer solchen Welt wird erfüllt. Mit diesen Gedanken schaffte ich es, endlich einzuschlafen. Eine Stunde später warnte Lord Ecke mich. Draußen änderte sich nichts. Es wird dunkel und fließt. Draußen fließt es, Alter. Eine Zeit des Lichts beleuchtet die Dunkelheit. Komm schon, Quint, die Zeit ist vergangen. Ich konnte die Unsichtbarkeit in ihm sehen. Oh Gott. Dieser eine Satz, Digga, das ist... Ich konnte die Unsichtbarkeit in ihm sehen. Nein, konntest du nicht. Aber nochmal kurz Feedback zu einem Satz drüber. Eine Zeit des Lichts beleuchtet die Dunkelheit. Ich finde, dieser Satz ist eine saugeile Zusammenfassung für die Walross Edition 2 insgesamt. Den muss ich mir auch merken. Also jetzt mal im Ernst, diese Geschichte bringt viel Scheiße und ich verzweifle oft. Aber... Jetzt mal im Ernst, es gibt hier auch echt Sachen, die cool zu übernehmen wären für die echten Geschichten. Komm schon, Quinte, das hatten wir. Ich konnte die Unsichtbarkeit in ihm sehen, die auch zum ersten Mal in dieser Erfahrung gut war. Nick Crossman band meine Hände hinter mir, um unsere Pläne vorzubereiten. Aber er war so verloren, dass er sie in einem Schritt lösen konnte. Logischerweise konnte Lord Ecke es wegen fehlender Hände nicht tun. Wie er angedeutet hat, war es vor unseren Augen Zoroastrians. Also verließen wir das Gebäude, als wir in einem buschigen Wald Klarheit erreichten. War die Festung einige Kilometer zu Boden gestiegen. Ich hatte Angst, dass die Dunkelheit unter unsere Kontrolle geraten könnte. Und warum würde man davor Angst haben? Aber plötzlich erschien ein Lichtstrahl vor uns. Die Nekrose wusste, was passieren würde, und wir brachten es vorsichtig hinein. Leider standen wir vor dem
Tor der Nekrosma-Basis. Unzählige Zoroastrianer sind hier und wir schämen uns nicht. Der Nekrosma-Plan funktioniert gut. Sie haben auf all das gewartet. Danke für einen Moment. Ja, danke einen Moment für euren Support, ey. Schließlich standen wir vor der Tür des Palastzimmers und der Palastraum wurde leise geöffnet und mit Pfeilen gefüllt. Ganz, ganz viel Clickbait. Leute, Hype! Kommt, es ist soweit. Das große Finale der Pokémon Mystery Hour. Ich schlag gerade nebenbei mein Bein, vielleicht hört man das. Ja, ich sehe es am Ausschlag, man sieht das. Also den Ausschlag sehe ich bei der Audio. Das große Finale. Wir sind beim finalen Kapitel. Aua. Ich höre langsam auf, mich zu schlagen und mache stattdessen weiter. Ah, fuck, das Bein kann ich jetzt erstmal 3 Jahre nicht mehr anlecken. Nee, warte, was? Kapitel 24. Ausgewählte Leistung. Im Raum warten die nachdenklichen Ratias auf uns. Als Nekrosma sich uns langsam näherte, fing sie an zu lachen. Ich hätte nie gedacht, dass du so beschützt wirst. Ganz zu schweigen von den Kristallen. Kristallen, was hast du getan? Verteilt? Egal. Auf jeden Fall werde ich dich auf dieses absurde Detail konzentrieren. Ich habe dich gehasst. Einige von denen, die ich nicht weiß, dass es noch schlimmer ist. Deine Reise endet hier. Oder ich lehne es ab, dir zu beweisen, dass du am Anfang nicht verloren warst. Zeigte Existenz und das war ihm offensichtlich egal. Wir sind es. Wir Bimsens! Du musst vorsichtig sein, wenn du mehr tun willst. Aber wenn du denkst, dass dir das immer noch nicht gelingt, lass es sie auch versuchen. Ich nahm das Putzpaket aus der Tüte und stellte mich vor mich, bevor ich daran zweifelte. Ich zweifle auch dran, dass du dich vor dich gestellt hast. Und das Putzpaket, Digga. In dieser Hinsicht, einen starken Halt zu finden, ist ein einzigartiges Gefühl. Es fühlt sich an, als würdest du erwachsen. Aber zumindest für die zweite Hälfte hörte das auf. Unser Gegner ist so wütend, dass er es für unmöglich hält. Was ist los? Wie wirst du alle Kristalle so schnell sammeln? Es wird dir noch leid tun, mit mir zusammen zu sein. Du bist ein schwacher Pokémon. Ich bin stark. Ein Element. Sieh, die Dinge laufen gegen dich. Dieser Kampf wird bald vorbei sein. Bald kannst du dich umschauen. Bereite dich auf dein Ende vor. Unser nächster Kampf beginnt mit diesen Worten. Nekrosma und Lord Ecke umzingelten und beseitigten die dunklen Mächte. Leute, das ging schnell, das war's. Ich war dort genauso wie ich und war beleidigend. Das stimmt einfach zu gut. Ich war wie ich und war beleidigend. Der Feind beneidete meine Freunde und griff nur mich an. In keinem Fall spürte er den Angriff. Er sieht immer noch aus, oder sie sind nicht anders als ich. Es sieht so aus, als hätte ich so gut wie keine Kraft. Anscheinend gaben mir die subtilen Details nicht allzu viel. Stattdessen gibt es keinen Unterschied. Die Agenten gegen mich ärgerten mich, aber nicht so sehr, wie ich befürchtete, zerstört zu werden. Wenn meine Theorie richtig ist, dass reines Detail selbst den größten Teil seiner Funktion übernimmt, dann wären solche Gegensätze hoffnungslos. Der Kampf ist nicht von jeder Errungenschaft geprägt. Als ich die dunklen Mächte langsam und scheinbar aufmerksam sah, schien niemand in der Lage zu sein, etwas extra zu tun. Ich lernte die Gelegenheit und startete einen destruktiven Angriff. Mehr als die Angriffe, von denen ich geträumt hatte. Radis ging zur See und die Bewegung stoppte. Captain Ego! Nekrosma und Lord Ecke kamen zu mir zurück. Bin ich überrascht, dass ich Angst vor diesem Krieg habe? Warum warnt mich der Latias in der Welt? Natürlich war ich ihr nicht nahe, aber es gab nichts,
Ich habe mich auf den Überfall vorbereitet, aber nichts passiert, als ich ohne Probleme vor ihr stand. Ich bin kürzlich zu Necromancer und Lord Ecke gewechselt. Ich denke, es ist geschafft. Plötzlich änderte sich etwas an Lord Hias. Leute, fürs große Finale etwas, das wir hin und wieder hatten. Es ist Google Time. Das war seltsam. Ich will das hier jetzt kurz googeln. Das Wort scheint es nicht zu geben. Nein, tut es nicht. Sehr schön. Adayaxi erhob sich aus ihrer Hand und sah aus wie Wolken über dem Raum. Ich hörte die Ankündigung der dunklen Mächte und war bereit zu kämpfen. Sie sagen, es ist einfach, ich habe nicht gelacht. Das sagen mir auch immer alle, wenn ich einen Witz erzähle. Die Wolken waren in viele kleine Äste zerbrochen und verstreut. Ich weiß nicht, was sie nach diesen Tagen plant, aber ich will es nicht meistern. Irgendwie sah ich nach ein paar Sekunden zu Lord Ecke plötzlich schreien. Gunther, pass auf! Aber in dieser Hinsicht war es zu spät. Dunkle Mächte flogen in alle Richtungen. Anders als ich zum ersten Mal darüber nachdachte, fühlte ich nichts. Gunther? Ich konnte Lord Ecke intuitiv verstehen. Aber als ich ihn sehen wollte, tat mein Körper nicht, was ich wollte. Stattdessen hörte ich eine seltsame Anhörung von den dunklen Kräften. Quinte ist jetzt weg. Zuerst verstand ich nicht, was das bedeutete. Aber als mein Körper sich plötzlich anfing zu bewegen. Als ich im Schatten des Schattens war, kommentierte Lord Ecke. Bunt, aber der Schatten kontrolliert deinen Körper. Die Macht der Dunkelheit kontrolliert meinen Körper und hält die Dinge hier sauber. Alles klar. So nach Motto, ja, ich bin hier selber zu faul, aber die Dunkelheit, die macht hier sauber. Läuft. Bevor ich realisierte, was wirklich los war, begann ich einen Angriff. Die Macht der Dunkelheit schien meinem Körper keine Kraft zu geben. Für eine Weile blieb ich normalerweise an einem Ort. Was? Dieser Satz? Für eine Weile blieb ich normalerweise an einem Ort, aber dann fiel mein Körper auf den Friedhof. Gut ist, ich glaube, ist das vierte oder fünfte Mal, dass Gent in dieser Geschichte eindeutig krepiert ist. Dies kann durch reine Elemente ersetzt werden. Ich versuchte Nick Crossmer zu warnen, aber es schien meine Gedanken nicht zu hören, woran das nur liegt. Die beiden Männer wachten nachts und verdunkelten dabei die Streitkräfte. Nekromant musste ein paar Meter vor dem Angriff werfen, aber er stand auf. Lord Edek verkämpfte verzweifelt mit diesem Tier, aber es sah gut aus. Als er anfing anzugreifen, blieb er stehen, starrte ihn an und sah ihn an. So ein Unterschied. Nach einer Weile hat er möglicherweise das Interesse verloren und ich sah Lord Ecke nach dem Angriff auf den Boden reiten. Hüa! Ich habe mein Bestes getan, um den Angriff der dunklen Mächte zu stoppen, aber es war zu mächtig für mich. Ich kann nur sehen. Als sie sich schuldig bekannte, erinnere ich mich, dass ich versprochen hatte, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um meine Freunde am Kämpfen zu hindern. Jetzt bin ich hier, ich kann nichts mehr tun. Ich habe mein Versprechen gehalten, aber plötzlich sah ich all meine Freunde in meinem Kopf. Ich kann hören, wie sie mich anrufen. Ich habe viele Pokémon aus Silberdorf gesehen, Gruppen aus Saudi-Stadt. Das ist Saudi-Arabien, bloß kleiner. Fronka und Brassauer. Was? Fronka und Brassauer. Nick Crossmer und Lord Egg. Gunther, du schaffst es. Es ist zu früh aufzugeben. Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist die Hoffnung auf eine solche Welt. Ich glaube an dich. Sie sind die Wahl. Als ich ihre Stimmen hörte, war endlich alles gewollt. Sie alle, sie haben sich geirrt. Ich kann diese Welt niemals retten. Meine Arbeit ist anders.
Meine Aufgabe ist es, diejenigen zu unterstützen, die es wirklich vorziehen, Dinge zu erledigen. Ich weiß, dass ich keine dunklen Mächte besiegen muss. Wenn ich saubere Details zur Verfügung stellen kann, liegt es an der gewählten Person. Lord Ecke wird es tun. Jetzt muss ich meinem Körper wieder in die Erfahrung bringen, als wäre es nur ich. Ich schenkte ihr mehr Aufmerksamkeit, als ich mir vorgestellt hatte. Und ich sah sie in der Dunkelheit. Sie hat nicht angegriffen. Ich erfuhr, dass es für eine Weile ruiniert worden war. Und auf dem Weg war es notwendig, Kommentare zu bekommen. Lord Ecker sah sich an, was oben passiert war. Ich habe es gehofft, mit ihm in Kontakt zu treten. Lord Ecke, können Sie mich hören? Es war schockierend. Günther, bist du? Hör mir gut zu, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Sie müssen die Details richtig machen. Es ist für Sie, nicht für mich. Was auch immer der Preis ist, Sie müssen kreativ sein. Sie können nicht wie ich sein. Egal! Nichts mit mir. Es ist nur vorübergehend. Ich sah, dass ich langsam wieder die Kontrolle verloren hatte. Du musst es tun, ich glaube dir. Die dunklen Mächte kontrollierten wieder meinen Körper. Nein, sie hatten Angst. Ich wusste, dass es keine Chance geben würde, diesen Krieg auszunutzen. Und sie schienen fliehen zu wollen. Aber trotz ihrer großen Anstrengung würde sie ohne diese klaren Details nicht durchkommen können. Drehte sich um und suchte verzweifelt nach Sicherheit. Aber ich sah in meiner Ecke, dass Lord Ecke, der reine mentale Kraft einsetzte und brillant fortgeschritten war, seine Augen angegriffen hatte. Was macht Lord Ecke da? Der soll doch gerade die dunkle Macht bekämpfen. Wo war ich? Seine Augen angegriffen hatte und anfing, mich anzugreifen. Es dauerte eine Menge Schmerzen. Ich geb's halt auch immer in Schmerzen an. Ich habe das Gefühl, wieder frei laufen zu können. Aber nicht nur das, ich konnte meinen Körper unter einem niedrigen Absatz sehen. Er stoppte die Bewegung auf seinen Füßen. Ich weiß, was passiert ist. Ich fand Nick Crossmore und Latias wachsam. Die Latias waren von dem Monster umgeben. Die Festung war ausgetrocknet und ich wusste, dass sie fallen würde. Ich hörte Latias fragen, ist es angekommen? Ist die Dunkelheit verschwunden? Lord Ecke ignorierte diese Frage. Er schien alleine zu kämpfen. Gleichzeitig ist die Lichtquelle so dunkel, dass man sie kaum sieht. Und warum ist es dann eine Lichtquelle? Sie blieb direkt vor mir stehen. Oder mein Körper war besser definiert. Die Nekrose stieg weiter! Vor allem ist es nicht nur, dass ich nicht aussprechen kann, da steht nicht mal weiter, da steht wieder an. Als er aufhörte, Falle, wir dürfen hier nicht gehen, die ganze Stiftung ist zurück auf der Erde. Und damit sind wir jetzt beim endgültigen letzten Kapitel dieser Geschichte. Kapitel 25. Jubiläum. Der große Abschied. Mal gucken, ob er in dieser Version genauso emotional wird wie im Original. Plötzlich ging das Licht wieder an wie zuvor. Am nächsten Tag waren sie alle weg und ich war gerade zurück. Ich weiß, dass es egal ist. Bitte warten Sie ruhig auf den Schock. In diesem Moment war alles um mich herum eng. Ich war wieder dunkel für eine kleine Verlegenheit und dann befand ich mich in Trümmern. Ich ging zurück zu meinem Körper, aber ich konnte nicht gehen und als ich um Hilfe bat, kam kein Ton heraus. Ich hörte die stille Stimme, Floink und Bulbasaur, dann kann ich Latias und Necrozma hören. Ich habe kein Wort verstanden, weil der Regen nicht nachließ. Der Wind war sehr kalt und Regen fiel auf die Felsen. War nicht gerade der Punkt, dass es nicht mehr geregnet hatte? Plötzlich sah ich, dass alles um mich herum anfing zu wachsen. Lord Ecke scheint sich auch darum zu kümmern. Ich hatte solche Hoffnung! Ich meine, schön, Lord Ecke hat nichts geworfen. Dann muss Günther es selber hier übernehmen. Mann!
Als ich mich plötzlich in die Luft warf, war es Zeit, mich von mir zu verabschieden. Als ich den Papierteppich verließ, fiel ich in das Loch. Lord Ecke befindet sich bereits am Fuße eines Berges, der aus den Überresten von Necrozma erbaut wurde. Dieser kleine Unterschied zwischen Necrozma und Necrozmas Festung ist doch relativ dezent, würde ich behaupten. Als er mich sah, war er nicht wach und sah mich ruhig an. Quent, was passiert jetzt mit dir? Ich habe es schwierig gemacht, die richtigen Worte zu finden, aber meine Aussprache war schwieriger. Mit mir verlasse ich diese Welt. Andere verstehen jetzt, was sich hinter ihnen verbirgt. Was willst du sagen? Ich muss mich lange von dir verabschieden. Ich will es nicht noch einmal machen. Was passiert, wenn du dieses Mal nicht zurückkommst? Ich werde nicht zurückkehren können. Ich werde diese Welt verlassen und in keine andere Welt zurückkehren. Du kannst ohne mich gehen. Das ist noch etwas anderes. Sie werden für sie da sein, wenn sie ihnen immer helfen. Was ich ihnen gerade mit ein paar klaren Worten sagte. Was auch immer jetzt mit mir passiert, sollte unübertroffen sein. Ohne mich wäre ich unter keinen Umständen gegangen. Ach echt. Und jetzt muss ich einen vernünftigen Preis zahlen. Du kannst es nicht sagen. Ich kann es nicht ohne dich tun. Ohne dich werde ich für lange Zeit sicherstellen, dass die dunklen Kräfte ihre Ziele erreichen können. Okay, Lord Ecke, gute Drohung. Ohne dich werde ich für lange Zeit sicherstellen, dass die dunklen Kräfte ihre Ziele erreichen können. Dafür hast du sie also vor ungefähr 5 Sekunden umgebracht. Bitte geh nicht. Passiert gerade. Sie können nicht alles ändern. Ich konnte mich nicht entscheiden, zu bleiben oder zu gehen. Ich gehe zuerst. Möglicherweise wurde dies jedoch von Anfang an beseitigt. Etwas, das ich nie wirklich sagen muss, und es wird immer höher. Alles wäre besser, Lord Ecke. Ihr alle, ich weiß, wenn die Welt wieder in Gefahr ist, werdet ihr sie retten. Solange sie die Hoffnung loslassen, können sie es ohne mich tun. Ich werde vor dir sein. Wenn ich gehe, werde ich bei dir sein, bis ich dich vergesse. Dies sind die letzten Worte, die ich sagen konnte, bevor ich in die Cloud komme. Ich kann Lord Eckes letztes Wort hören. Ich werde deinen Gunther niemals vergessen. Was auch immer passiert. Jetzt bin ich hier und ich fließe Millionen unter den Wolken. Ich weiß, dass ich es immer kann, aber ich bin glücklich, diese Geschichte zu schreiben. Obwohl ich es immer noch nicht kann. Während der Einsamkeit der Vergangenheit, die ich hier verbringen kann, möchte ich sicherstellen, dass Pokémon in den Sinn kommt. Sie müssen alle daran erinnern, dass wir für sie kämpften. Und ich hoffe, dass diese Geschichte Lord Ecke irgendwann erreichen wird. Beachten Sie beim Lesen dieser letzten Zeilen Folgendes. Wenn Sie nicht möchten, dass es fertig ist, Ende. Zu Ende. Ich habe Pokémon getroffen, wir haben Freunde gefunden und wir können es beenden. Ein Pokémon ertrank am Kreuz und natürlich half ich ihm zuerst. Freut mich zu lernen, dich zu kontrollieren. In den nächsten Tagen versuchte ich auf diese Weise mehr über Latias herauszufinden und sie kannte keinen der Todesfälle in Silberdorf. An diesem Tag habe ich gelernt, Vollzeit bei Floink und Bulbasaur zu arbeiten. Gleichzeitig dachte ich manchmal, ich hätte die Chips gefunden. Auch Waihi ließ ein paar Minuten entfernt einen Grabstein liegen. Nach einer Weile verlor ich meine letzte Kraft und starb. Ich habe dort 2 Pokémon gesehen, einer von ihnen ist gerade gestorben. Ich weiß nicht, was los ist. Wie kann ich dich kontrollieren? Sie scheinen besonders nervig zu sein, denn zumindest wusste ich, dass sie mich schlugen und sich gegenseitig schlugen. Die Dunkelheit wurde immer dunkler. Wir beschlossen, mit ihnen das Haus von 2 Personen abzureißen. Wenn sie ihre Freunde wiedersehen möchten, lassen sie es mich bitte wissen. Plötzlich rief der Türrahmen, nur weiser Mann,
Diese Entdeckung ließ für kurze Zeit alles wie Geld aussehen. Ja, ich versuche definitiv, sie endzubekommen, Ekzeme ausmerzen, aber Lord Ecke wird noch nicht erwähnt. Ich sage dir 2 Punkte. Entweder du gibst freiwillig auf. Plötzlich stieg er aus der Festung und lachte darüber. Plötzlich kamen Glühbirnen aus seinem linken und rechten Fenster. Der Punkt ihres Treffens änderte sich und plötzlich sahen wir, was ich jetzt als gewalttätig bezeichne. Er schaute auf den Kaffee und sah besorgt aus. Warum willst du mich nach einer Weile nicht in Lettland angreifen? Als wir die Spitze der Menge erreichten, schwamm Bulbasaur auf uns zu, aber Floink schien es zu unterdrücken. Wir müssen hier ein Tierheim errichten, um die Suche durchzuführen. Der Herr hat ihn endlich verlassen. Ich erzählte ihnen über ihre Fähigkeit zu schreien. Ich fürchte, Lord Ecke ist an der Macht, weil er zu viel weiß. Er wurde von uns gewaltsam getötet. Nachdem dein Krieg begonnen hat, werden wir auf die Säuberung warten. Ich nahm das Putzpaket aus der Tüte und stellte mich vor mich, bevor ich daran zweifelte. Wenn sie nicht möchten, dass es fertig ist, Ende. Abschnitt 1b. Die Hoffnung lebt. 3 Monate sind vergangen. Am Ende herrscht wieder Frieden. Das gilt auch für mich. In den ersten Tagen, nachdem ich Günther zum 2. Mal verloren hatte, fühlte sich die ganze Welt so an, als wären wir gescheitert. Aber dann fiel mir plötzlich ein Text in die Hände. Dieser. Wisst ihr jetzt, warum ich denke, es ist ähnlicher? Ich weiß nicht, wie er auf diese Welt gekommen ist, aber es spielt keine Rolle. Ich überarbeitete meine Erfahrung, Günthers Ansicht darüber, was ich an ihnen liebe. Gut, wir sind doch noch im Rennen. Und erweiterte Abschnitt 22. Nach ein wenig Recherche wusste ich, was ich heute tun sollte. Günther hatte recht, das Schlimmste, was ich tun konnte, war die Hoffnung zu verlieren. Also hoffe ich, kann Günther zurückkommen. Irgendwas muss ich anders gemacht haben bei dem. Ich habe die Bonus-Episode ja nicht am selben Tag wie das andere verändert und irgendwie glaube ich, dass ich irgendwas anders gemacht habe. War die Reihenfolge unterschiedlich? Egal, ich muss weitermachen. Das Land ist sehr weit vom Meer entfernt. Ihr Name ist nicht korrekt. Deswegen versuchen alle, sie Marschland zu nennen. Der Legende nach gibt es in diesem Land eine Höhle voller Kristalle und Farben bunter Wälder. Es ist sein Spitzname Crystal Square. Lassen Sie diese Christen seinen am meisten geschätzten Wunsch für diejenigen erfüllen, die von den Wachen gerichtet wurden. Ich werde heute Abend gehen und den Himmel sehen. Gut, ihr hört euch wieder Kacke an. Meine Hauptangst ist, dass der Anwalt meiner nicht würdig ist. Aber ich werde mich auf diese Weise niemals über ihn ärgern. Als G.Inter werde ich über meine Erfahrung schreiben, damit wir uns normalerweise dran erinnern können, was mit unserem Kopf passiert. Der verschwindet, das wissen wir schon. Ich habe meine Karte nicht mit anderen geteilt. Ich kenne sie und ich weiß, dass sie nur versuchen werden, mich aufzuhalten. Es ist sehr gefährlich und die Höhle ist nur eine Legende. Aber ich weiß, dass es Hoffnung gibt. Die Erwartung ist eine Regenhöhle. Ich würde Lapras bitten, sich in die Falle zu werfen. Okay, Nacht. Ah nee, ich bin nicht Lapras, schade. Und zu hoffen, nach dem Brand dort zu bleiben. Wenn ich in 5 Tagen zurückkehre, können andere Leute es auch nicht loswerden, weil ich in den letzten 3 Monaten nicht in der Außenwelt war. Aber automatisch, wenn sie es verstehen. Bevor sie einen Ort ansehen, werde ich weitermachen und zurück nach Günther gehen. In der Zwischenzeit kommt das Morgengebet zurück und es ist mir oft passiert, dass ich eine solche Reise erwarte. Ich machte meinen Plan und Lapras war jetzt da.
Wir starteten eine Seereise, die zum Beispiel 6 Stunden dauerte. Aber ungefähr 2 Stunden nach 4 Stunden. Also waren sie dann da. Startete der Trockenluftantrieb. Ein guter, ja. Die Fotos wurden gemacht. Das Licht schien mit kaltem Wasser und Lapras fand es schwierig, das Gleichgewicht zu halten. Vielleicht war der Wald noch gut, aber dann konnte ich mich nicht aufhalten und... Mann, Lord Ecke. Ihr wisst schon, was da steht. Aber dann konnte ich mich nicht aufhalten und warf ihn ins Wasser. Nach ein paar Stunden verlor ich bei Lapras mein Augenlicht. Okay, Lord Ecke ist offiziell erblindet. Nach ein paar Stunden verlor ich meine Orientierung und schließlich mein Bewusstsein. Als ich zurückkam, befand ich mich in einem kleinen Gebäude. Mithilfe des Geräusches der Stürme war es mir möglich, es so zu pflanzen, wie es nur im Wasser war. Ich stand auf und suchte nach Pokémon, die hier leben. Ich fand im Zimmer unten, wonach ich suchte. Es gab Hydrokultur. Als ich ins Zimmer kam, drehte ich mich um. Ah, du hast mich gewarnt. Wie fühlst du dich? Sehr gut geheißen, danke. Bist du immer noch schnell genug, um mich zu retten? Ich hab dich nicht wirklich gerettet. Du hast dich am Strand angespült und mich dann hierher gebracht. Mein Name ist übrigens Hydropi. Danke für die Hilfe. Ich bin Lord Ecke. Er schüttelte den Kopf. Lord Corner. Sind Sie aus einem Nachbarland? Ja, warum? Aber auch Jen. Aber sag mir, wenn du Lord Ecke bist, Günther, wo ist er? Ich dachte noch einmal an unsere letzte Schlacht und seinen Abschied. Wenn sie nicht wollen, dass alles fertig ist, dann Ende. Vielleicht mein Lieblingssatz in dem Projekt. Und war wieder traurig. Hydropi war sich bewusst, was los war. Was ist los? Habe ich etwas falsch gemeldet? Fake News. Ich beschloss, es nicht auf meiner Karte zu lassen und sagte ihm, dass die richtigen Dinge passiert waren. Und jetzt bist du hier, um den Berg der Regenbogenchristen zu sehen. Oh Gott, warum muss es Kristalle mit Christen übersetzen? Das ist super. Dann wirst du sehr traurig. Ich kenne die Gegend als meinen Handrücken. Ich kann dich dorthin bringen. Das erste Pokémon, das ich hier traf, kannte bereits die Lage des Berges. Natürlich hat es mir gefallen. Trotzdem ist die Reise dorthin sicher. Ich antwortete ihm in keiner Weise, weil ich an die Tür geklopft hatte und bereit war zu gehen. Abschnitt 2b. Wir sehen uns wieder. Mithilfe der Karte definierte Hydropi den schnellsten Weg zu unserer Tür. Es regnete auf etwas Regen, aber es tat mir überhaupt nicht weh. Sicher? Feuer-Pokémon? Zuerst mussten wir einen stillen Fluss überqueren. Dann drohten wir mit Hilfe einer Höhle zusammenzubrechen, einen unglücklichen Wald zu überqueren und auf einen steilen Vulkan zu fallen. Was? Der nächste Satz! Der Vulkan ist ein großer See und beherbergt eine Reihe christlicher Höhlen. Warum ist alles christlich in diesem Land? Und der Vulkan ist ein großer See. Wenn alles gut geht, können wir eines Tages ein Hindernis überwinden. Ja, ne? Schön. Der erste Teil der Reise durch das große Land war sehr unvorhersehbar und ohne Hindernisse. Unsere Route verlief stetig entlang eines wunderschönen Flusses. Wir standen stundenlang auf den Beinen und es war eine lange Zeit sehr schmerzhaft, im Gegensatz zu dem, was Hydropi mir gesagt hatte. Die ganze Zeit hatte ich nur das Gefühl, dass uns jemand oder etwas beobachtete. Abgesehen davon gab es nicht viele Menschenmengen in der Gegend, die man sich ansehen konnte. Ja, in einer Welt, in der es keine Menschen gibt, finde ich das jetzt echt ein Wunder. Es gab keine Möglichkeit hier, also habe ich nicht alles gefangen.
Nach einer Weile bildete der Fluss plötzlich einen Bogen und schuf das erste Hindernis auf unserem Weg. Zu dieser Zeit befanden wir uns an einem Ort, an dem Bäume akzeptiert wurden, die Hydropi gleichermaßen nutzen wollte. Ach, in anderen Regionen des Kontinents werden Bäume diskriminiert und nicht akzeptiert, oder? Wir können hier auf einem der Bäume graben und ihn als Brücke über den Fluss benutzen. Ich kann ihn leider nicht bauen, aber wenn es so ist, treffen mich die Wasserangriffe nicht. Kannst du... Mann, Hydrop, jetzt mach nicht noch... Jetzt motivier ihn nicht auch noch. Kannst du dich werfen? Meine Antwort war, dass der Baum schnell fiel. So erreicht es die andere Seite des Flusses und sieht einzigartig aus. Es scheint, dass Hydropi nix finden konnte und es einfach war, unsere Brücke zu überqueren. Wie das Wasser vom Pokémon musste er große Angst vor dem Aufstieg des Flusses haben. Er rief mich ans andere Ufer. Komm schon, der Koka-Baum wächst bestimmt nicht. So, Leute, auch in dieser Folge brauchen wir noch einmal die Google-Time. Nicht für ein neues Wort, aber ich will wissen, was ein Koka-Baum ist. Es gibt Cola-Bäume oder Koka-Sträucher. Ich gehe mal auf den Koka-Strauch. Ein immergrüner bis 2,5 Meter hoher Strauch, der im Anbau als Nutzpflanze niedrig gehalten wird. Er hat 24 Chromosomen. Das wollte ich wissen. Warum steht das da? Diese Aussage hat nichts genützt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er uns immer beobachtet. Aber ich wusste, dass ich nach Günther zurückkehren wollte. Es gab keinen Weg um ihn herum. Ich machte meinen ersten Schritt und hob langsam meine Hand. Ich erkannte, dass der Baumstamm vom Meister wirklich sichtbar war und sich vorwärts bewegte. Ich kann mich nur gelegentlich erinnern, was als nächstes passiert ist. Als ich ihn täuschte, erschien eine Blume in ein paar Applaus über dem Stamm des Baumes und sein Mund klappte auf. Die Blume des Baumes, die auf mir stand, nahm mir langsam das Rondo aus der Hand. Ich sah einen offenen Flughafen vor mir und wusste nicht, was ich tun sollte. Im Spätherbst ging bald ein großer Hof durch das befreite Land vor der Wüste und der Baum blieb im Dezember stehen. Das Ganze hört ihr euch jetzt noch einmal an und versucht ein einziges Wort zu verstehen. Was? Vielleicht war es gerade noch rechtzeitig. Geht's dir gut, Lord Ecke? Unter Schock nahm ich mir einen Moment Zeit, um zu erkennen, dass es Floink war, der mich rettete. Ha, ja, danke, aber was zum Teufel machst du? Ich glaube, du warst in Silberdorf. Wie kommst du hierher? Ich wollte dich in naher Zukunft besuchen und als ich deine Tür öffnete, war ich skeptisch. Als ich es auscheckte, war alles ruiniert und es gab ein paar Aufzeichnungen der regnerisch cremigen Höhle am Boden. Was? Ich könnte jetzt, da wir schon die Höhle der Regenbogenchristen hatten, in Kombination mit dem Cremig jetzt einen sehr schlechten Witz machen. Aber ich lasse es. Es war nicht schwer zu erfahren, was du tust, und Labras erklärte sofort alles, was mir passiert ist. Aber ich habe etwas getan. Der andere sagte es ihm nicht. Nachdem ich mit Labras gesprochen hatte, war mein Besuch sehr kurz. Der Rest der Arbeit kann uns ohne uns erreichen. Aber woher weißt du wirklich, wie man zusammengeht? Hast du es eilig? Nein, ich bin bei Pokémon, traf sich mit jemandem, der den Ort der Höhle kannte. Wenn er mit ihm spricht, reist er mit mir. Ich muss zu ihm zurück. In diesem Moment bemerkte ich, dass Hydropi immer in meinem Augenwinkel war. Mann, der soll da mal rausgehen. Da ist sowas Nerviges in meinem Auge. Ich könnte jetzt auch einen schlechten Witz machen darüber, dass etwas Irrelevantes in meinem Auge ist, weil gefühlt niemand Hydropis Existenz in der Walross-Edition aus gutem Grund wahrnimmt.
Und ich werde noch dafür sorgen, dass er mehr wahrgenommen wird. Auch wenn es in der Walrus Edition 4 nur sehr bedingt ist. Als die beiden mich sahen, waren sie nass. Ich wusste nicht, was plötzlich passiert ist. Beide schienen nicht glauben zu können, wen sie gesehen hatten, weil ich ein wenig wusste, dass mein großes Glück gekommen war. Der Tag, an dem wir gegen Nick Crossmar gekämpft haben, als wir nach Silberdorf zurückkehrten, erzählte uns Bulbasaur, dass einer der nützlichsten Freunde von Floink in ein Nachbarland aufgebrochen war. Ihr zwei kennt euch, habe ich recht? Es scheint, dass Hydropidos Bewusstsein wieder erlangt. Und er schreit, ja, ja, wir machen Juima. Ist das ein Wort? Sieht nicht so aus. Nö. Muss wieder hier die Stelle finden. Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Gehst du? Floink scheint keine Ahnung zu haben, was er antworten soll. Ich bin traurig. Zumindest wollte ich dir sagen, dass du aufgeben sollst, aber ich konnte es auch nicht. Ich bin sehr traurig. Soka. Oh Gott, Alter. Google wird hier leicht belastet heute. Also nicht geschrieben wie Soka im Englischen, sondern S-O-C-A-R. Soka. Soka Energy. Soka Germ. Der staatliche Energiekonzern Aserbaidschans. Was? Glaubst du, ich war verrückt nach dir? Ich weiß, warum du es nicht kannst. Jeder weiß es. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich muss dir drinnen danken. Du hast alle Pokémon gerettet. Spielen eine wichtige Rolle. Die beiden diskutierten eine Weile, für wen ich noch einen Kredit suchte, als ich sie zusammenstellte. Hoffentlich beschuldigen sie sich nicht gegenseitig, aber können wir langsam Erfolg haben? Wir wollen nicht, dass Günther wartet. Abschnitt 3b. Neue Gefahren, alte Freunde. Also haben wir gewonnen. Jetzt gibt es nur noch drei von uns, außer uns beiden. Hä? Während der Reise diskutierten wir eine Reihe von Themen, insbesondere über alles, was in unserer Erfahrung passiert ist. Wie sich herausstellte, wusste Hydropi wirklich nicht viel mehr als unsere Erfahrung, wer dort war, und wir konnten die Welt vor der Dunkelheit retten. Wir erzählten ihm alles, was auf den ersten 48 Seiten einer solchen Geschichte geschrieben worden war. Unsere Geschichte. Hier sind's aber nur 27 Seiten gewesen. Andere Schriftgröße. Eines Abends fragte mich Hydropio, ob ich überhaupt wüsste, wie ein Baumloch aussehen könnte. Was? Frage ich auch immer alle. Es war, als hätte ich meinen Platz auf diesem Gebiet fast vollständig eingenommen. Ich habe die Form eines Baumes unter einem Baumstamm gesehen. Er hat den Baumstamm verschlossen und dann auf die Baustelle gelegt. Ich weiß nicht, wer es war oder was es war, aber ich habe das Gefühl, wir haben einen Feind, der uns bei dieser Katastrophe aufhalten wird. Hydropi versuchte mich zu beruhigen. Er sagte, es sei jetzt nicht wert, uns anzugreifen. Wir wären im Krieg bereits überlegen und inmitten der Hindernisse, die auftauchten, konnte keine menschliche, spirituelle Generation garantieren, dass sie gefährlicher sein würden. Es war nicht die Art, die ich lieben wollte, aber es hat nicht geholfen. Gehoffen? Da steht geholfen. Ich werde blöd durch dieses Projekt. Und ihr wolltet mit, glaube ich, 7 Leuten, die abgestimmt haben, als ich geguckt habe, einen zweiten Teil, alle einstimmig, 100%. Oder nee, 6 Leute hatten abgestimmt, genau. Im Gegensatz dazu war Hydropis Plan, dass wir fast 2 Tage auf dem Fluss verbracht hatten, bevor wir auf die ein oder andere Weise zum... Was? Bevor wir auf die eine oder andere Weise zum zerstörten Hündinnengrab der Hydropi-Höhle kamen. Das zerstörte Hündinnengrab, ja gut.
gut. Bevor wir eintraten, erklärte er uns, wie wir weitermachen würden. Du musst hinter mir bleiben und den gleichen Weg mit mir gehen. Wenn wir nur eine der Seite wechseln, Krosse Krabbe Pizza, sollen in der Höhle bedecken, wird das gesamte Gebäude einstürzen und wir werden begraben. Die Überquerung der Höhle wird nur 20 Minuten dauern. Nur die erforderliche Qualität. Und wenn egal, wo du hinschaust, du hast kein Problem. Also gingen wir in die Höhle. Dort waren die Säulen auf der Rückseite hauchdünn und miteinander verbunden. Ich konnte nicht zeigen, wie die Natur in diesem Bereich etwas schaffen kann. Laut Hydropia haben wir uns zu einem Gewitter gemacht und alles besiegt. Hier sah ich wieder, dass die Regenhöhle des Regenbogens etwas ganz Besonderes hätte sein sollen, wenn die Natur nur versucht hätte, sie zu schützen. Ja, das. Die ganze Straße war wie ein Labyrinth gebaut, aber die Heuchler wussten genau, dass sie überall hinführte. Es scheint wirklich so, als ob diese Elektrizität uns nicht aufhalten kann. Nach 20 Minuten sah ich zum Beispiel ein Licht direkt vor uns. Hydropi sagte, wir wären endlich in Zozan. Aber in diesem Moment sah ich etwas hinter mir passieren. Als ich mich umdrehte, war es wieder da. Die These, die immer versucht hat, uns vor dem Fluss aufzuhalten. Er trat den Ball für eine Weile und verschwand dann. Plötzlich begann der Riss der Höhle und die ersten Wellen fielen. Wir gingen zum Ausgang, aber wir waren immer noch hunderte von Metern entfernt und konnten jeden Moment schnell zusammenbrechen. Besonders wenn es so aussieht, als würden wir unter Tauben begraben, sind die Zelte vom Boden gefallen und eine beschädigte Säule wurde errichtet. Komm schon, verschwinde! Ja, als wir die Höhle verließen, gingen die Zelte verloren und die Fesseln brachen zusammen. Der Weg, solche Lianen zu retten, wartete darauf, dass wir gehen. Bulbasaur, ich wusste, ich würde dich hier sehen. Wie kommst du jetzt hierher? Wenn sie nicht zurückkommen, habe ich überprüft, ob sie sich noch in Lapras befanden. Nein. Als er alleine ging, wartete ich und folgte dir, weil ich natürlich wusste, was du tust. Von nun an reisen wir alle vier in den Illusionswald. Vom Ausgang der Höhle aus konnten wir diesen kolossalen Wald sehen, der in der Ferne gesehen wurde. Der Geruch eines Fremden um ihn herum war keine Ausnahme. Wir hatten nur noch wenige Stunden, um ihn zu erreichen, aber wir beschlossen zu campen und machten eines dieser Feuer, die wir so oft an diesem Ort hatten. Hydropi beschrieb das Problem hinter diesem Hindernis und vielleicht das Gefährlichste. Dieser Wald ist wie ein natürliches Labyrinth. Mithilfe eines fremden Baumes gibt es Halluzinationen, die versuchen zu garantieren, dass wir verloren und zerstört werden. Die dort lebenden Pokémon haben nichts dagegen. Sie warten jedoch nur, bis die Passagiere den Angriff verhindern und sich verteidigen können. Ich stellte fest, dass wir das auf keinen Fall tun konnten, also fragte ich Hydropi, was wir tun könnten. Wir müssen versuchen, uns nicht ungeschützt zu lassen und vorwärts zu gehen, egal was passiert. Am nächsten Tag betraten wir einen Wald der Wissenschaft. Wie in diesem oder einem ähnlichen Gebiet zu erwarten, stieg beim Betreten des Waldes Rauch von einer der wenigen Mauern, von einer wichtigen Mauer auf. Wir versuchten, Hydropis Befehle zu hören und sofort ohne Probleme zu rennen. Aber nach einer Weile wurde eine ganze Holzwand vor uns geladen. Wir konnten nicht geradeaus gehen und mussten uns umdrehen. Trotzdem führte dies bald zu einem Fehler. Ach moin Olaf, Grüße geht raus. Wir hatten ausnahmslos unsere Ladung verloren. Jetzt sind wir seit 4 Stunden im Wald in diesem Gebiet oder in diesem Gebiet. Und das Wasser ist bereits in die Berge geflossen. Nicht alle von uns haben lange geholfen. Besonders als wir anhalten wollten, wurde die Gegend kurz und schneebedeckt. Der Nekromant schüttelte ein paar Meter über unseren Köpfen. Sie werden auf seltsame Weise da rauskommen. So, gehen wir. Wir sind seit langem bereit, warum ist diese Version länger als das Original bei weitem? Im Original war ich jetzt nach dieser Zeit fertig und ich weiß ehrlich gesagt nicht,
wie das sein kann. Ganz kleine Sekunde, sorry. Sowas muss leider manchmal sein. Ich muss nochmal gucken, wie war der letzte Satz? Wir sind seit langem bereit, all diese Bedeutung der Erlösung zu geben. Unsere Gruppe wurde ein neues Feng Shui-Mitglied. Jetzt fehlt nur noch ein Hindernis und ich dachte, ich könnte es kontrollieren. Wo werden wir uns treffen? Unsere Reise durch die Wüste war gegen Ende einer anderen. Wir werden morgen in der Regenbogen-Kristallhöhle ankommen. Bisher hatte ich Angst, dass er mich nicht würdig finden wird. Als ich Hydropi fragte, machte er sich keine Sorgen. Er wird dich in Lord Eckes Höhle werfen. Warum peinigt ihr mich so? Hast du Angst vor ihm? Ich bin mir sicher, er kann nicht Nein sagen. Ich wusste nicht, wie Hydropi diesbezüglich so viel Schutz bieten kann. Aber ich hatte große Angst. Moredi. Zumindest nicht darüber. Am Ende war da noch dieser Schatten. Wir haben am frühen Morgen mit der Serie Volvano Crevasse begonnen. Ist das neu auf Netflix? Habt ihr euch gegönnt? In der Zwischenzeit ist diese Reise fast zu unserer großartigen Erfahrung geworden. Wie viel Zeit seitdem vergangen ist, scheint es immer noch so, als wäre es erst gestern gewesen. Nur Günther war nicht da. Aber nicht zu lange. Ich entschied, als wäre ich schon lange nicht mehr gewesen. Der Tag kam, an dem Günther zurückkehren würde. Entgegen meinen Wünschen war es für uns einfach, zum Vulkan zu gehen. Wir haben uns das Bild kurz angesehen und die Gelegenheit genossen. Wir wurden zunächst ignoriert, aber Hydropi kann uns versichern, dass dieser Vulkan seit Jahrzehnten geleert ist. Der Ansatz von dort war in der Tat ungesund. Wir sahen große Plätze, gefüllt mit endlosen Blumen, Flüssen und Wäldern. Also für Pollenallergiker ist das auf jeden Fall ungesund. Es gab einen Unterschied zwischen all diesen Dingen. Halten Sie in dieser Menge an, der Regenbogenhöhle. Nach einer halben Stunde haben wir uns zum Beispiel entschieden, den falschen Weg einzuschlagen. Sehr gut, die haben sich da einfach so besprochen, so oben auf dem Berg. Ja, welchen Weg gehen wir jetzt? Ich bin dafür, wir gehen den falschen. Wer ist noch dafür? Alle gut. Aber lange nach der U-Bahn überkam mich ein erstaunliches Gefühl. Als ich mich umdrehte, sah ich ein kurzes Gedicht, das uns immer ansah. Es scheint eine Einberufungszeremonie am Vulkan abzuhalten. In der nächsten Stunde war es nervig und der Boden begann auszutrocknen. Vati, was ist Hydrokultur? Ich dachte, der Vulkan wäre weg. Sag mal, wir laufen hier drauf, als ob der weg ist, du Pisse. Also, das steht da nicht. Ja, ich denke das Gleiche, aber... Eine Explosion ereignete sich, bevor er seine Rede beenden konnte. Als er anfing, stand er vom Ufer auf und ging zum Berg hinunter. Wir waren in dieser Hinsicht schnell, aber wir waren im Weg. Auf dem halben Weg standen wir vor einem großen Problem. Dem Schrei, der dem Namen des Vulkans gab. Zum Beispiel, warum immer zum Beispiel, war die Lava 100 Meter hinter uns und bewegte sich langsam in unsere Richtung. Was machen wir heutzutage? Ich wartete ein bisschen auf sie, weil Latias meine Frage beantwortete. Steh auf. Bevor die Lava tief in den Friedhof floss, auf dem liegt ja schon viermal Gent, würde sie uns alle beschützen. So haben wir als ganzes Team die letzten Stunden unseres modernen Abenteuers unversehrt verbracht. Das nächste vermisste Mitglied wird in naher Zukunft ebenfalls zu uns kommen. Abschnitt 4b. Das letzte Kapitel der Walross-Edition in Dom 1. Überhaupt. Das Ende einer New Sea-Ära. Warte, wie hieß das Originalkapitel? Ich schwank gerade zwischen das Ende einer Ära und der Anfang einer neuen Ära. Ich mache hier gerade nebenbei die Original-Walross-Edition auf. Oh, Digga. Oh, die ist ja gar nicht viel länger, als ich bisher schon bei der Walross Edition 4 geschrieben habe. Der Anbruch einer neuen Ära. Das war's. Anstatt das Ende einer New Sea-Ära. Komm, die letzten nicht mal zwei Seiten. Die schaffen wir noch. Und wir hoffen jetzt, dass Lord Ecke nix wirft. Wir haben das Wasser aus der Ferne gesehen.
Ich zwang ihn, dorthin zu gehen und mit den anderen zu fahren. Aber als ich in den Sand des Sees kam und mich umsah, war ich schockiert. Was ist hier los? Hovava! Oh, Hovava Strikes Back? Warum stürzt die Höhle ein? War gleichgültig, dass ich Günther nie wiedersehen würde. Ich ging direkt zu den armen Palmen und betrachtete die Kristallstücke zu meinen Füßen. Plötzlich stand er vor mir. Die These, die uns den Weg versperrt hat. Du hast es wirklich vor so langer Zeit geschafft, obwohl ich versucht habe, dich nicht aufzugeben. Du Narren. Ich muss aber eh sagen, das ist so der Teil, mit dem ich am unglücklichsten bin der ganzen ersten Walross-Edition, weil es nicht mehr zu den Nachfolgern passt. Mit Darkrai. Die Betonung war seltsam. Du bist schuldig, dieses Gas zerstört zu haben. Wenn du es so sehr versucht hättest, hätte es bisher nicht funktioniert. Derjenige, der mehrfach versucht hatte, uns zu töten, und derjenige, der sich versichert hatte, dass ich Günther nie wiedersehen würde, konnte mich kaum zurückhalten. Was denkst du, machst du mit Farbe? Was ist die große Größe hier? Was haben wir mit dir gemacht, um uns zu töten? Ich gebe dir 30 Sekunden, um dir zuerst zeigen, wie du es richtig machst. Ich hatte Angst. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin Darkrai. Trotzdem hätte ein guter Freund von mir persönlich nichts für dich getan. Wenn du ihm nicht im Weg gewesen wärst, hätten wir in einer perfekten Welt gelebt. Die dunkle Welt. Eine zweite, wie wir inzwischen wissen. Ich kann es mir nicht leisten, um deinen Freund zurückzubringen, damit er den dunklen Krieg fortsetzen kann. Du darfst nicht so jagen. Ohne deine reine Demut wirst du keine Chance gegen mich haben. Bleib gesund und du wirst deine Freiheit für sich in Caps Lock haben. Ich habe keine solche Antwort gefunden. Dieses Pokémon ist ein Anhänger der dunklen Macht und hat uns verurteilt. Er hat die Regenschulhöhle zerstört und jetzt fragt er noch nach meiner Seele so nebenbei. Am nächsten Tag hörte ich Hydropisch sprechen, der aus irgendeinem Grund neben mir stehen blieb. Ich gebe dir noch einen letzten, damit Darkrai nicht verloren geht. Wenn du in 10 Minuten noch hier bist, wirst du das Gefühl haben, dass deine Dunkelheit in diesen Tagen passiert. Und wer bist du, um mit mir zu sprechen? Denkst du, du bist stark oder was? Ich bin Hydropi, die Wache der Ältesten, mit denen sie sprechen. Und für diese Menge wie sie bin ich ein Beamter, verstehen Sie? Das ist Beamtenbeleidigung. Das ist eine Straftat. Es schien mir keine große Sache zu sein. Hydropitef war in der Provinz. Aber Darkrai sah weiterhin so aus, als würde er sich besser fühlen. Offensichtlich akzeptierst du mich nicht besonders in deiner Arbeit. Wenn du das Geschäft nicht akzeptierst, sag nicht, dass ich dich nicht warnen werde. Wenn du mir deine Seele nicht freiwillig gibst, dann werde ich sie akzeptieren. Sei ich. Ich. Am nächsten Tag bildete sich um jeden von uns ein schwarzer Kreis, der sich voneinander trennte. Ich konnte nichts mehr sehen und sah... Das lasst ihr jetzt kurz sagen. Ich konnte nichts mehr sehen und sah, dass ich müde war. Wenn du von deinen Träumen verwirrt bist, bist du schuldig. Im nächsten Moment wachten wir alle auf und ich wusste, all meine Freunde waren hier, einer von ihnen konnte uns nicht retten. Aber aus einer Vielzahl von Erwartungen heraus wurde ich in naher Zukunft gewarnt. Alles war konventionell. Ich stand auf und sah mich in Darkrai um, aber er war nicht da. Wir spielen jetzt Günther und Lord Ecke, Darkrai's Inside Story. Aber Günther stand vor der Höhlentür und sah unter die Bäume. Trotzdem sah er nicht konventionell aus. Er sah sehr groß und leicht klar aus. Günther? Er drehte sich überrascht zu mir um. Da waren Tränen in seinen Augen. Ich stellte fest, dass es ihm immer schlechter ging. Warti, und los geht's? Ist alles akzeptabel? Warum bist du so verärgert, dass du endlich wieder in uns bist? Seine Ängste nahmen zu. Ich kann nicht zurück. Am Anfang werde ich für immer bei dir bleiben. Ich hab's dir versprochen. Plötzlich verschwand er vor meinen Augen. Ich wollte nicht verstehen, was es immer bedeutete. Ich drehte mich um. Es war spät in der Nacht. Einer der Sterne leuchtete hell.
Ich werde nicht wieder in deine Welt kommen, aber ich werde dafür sorgen, dass du dich sicher fühlst, wenn du es am meisten brauchst. Ich verspreche. Am nächsten Morgen erreichten wir das Ufer. Auf dem Rückweg hielt uns nichts auf, dem Weg auf, aber ich machte kaum Fortschritte. Ich musste verstehen, dass ich versagt hatte. Ich konnte Günther nicht zurückbekommen. Ich habe es verurteilt. Wir sind jedoch bereits in unsere Region zurückgekehrt. Hydrope ging mit uns, weil er damals nichts mit der Schlangenschlange zu tun hatte. Mann, es war gerade alles atmosphärisch und dann kommt die Schlangenschlange. Während ich das schreibe, bin ich auf dem Weg nach Silberdorf. Nur, ich brauche Zeit, um alles zu verarbeiten. Aber ich versuche vorwärts zu kommen und nicht aufzugeben. Denn solange ich hoffe, wird diese Welt weiterleben. Aber da auf dem Grab gibt es jemanden wie ihn oder etwas. Günther sitzt am Tisch und schaut zu den Sternen. Laut Ecke ist uns beiden viel passiert. Wir mussten einen langen Weg gehen. Es schien alles weg zu sein. Wir haben beide lange gekämpft. Ich näherte mich ihm langsam. Günther, ich denke, du kannst nicht zurück. Hast du es wirklich geglaubt? Es ist eine neue Felk-Ära. Günther hat es vor meinen Augen verbreitet. Ich kann es nicht tun, aber ich spüre sofort, wie ein wenig über meinen Körper fließt. Jetzt hat die Ära der Zerstörung begonnen. Jetzt ist diese Welt mit den Kräften der Macht verbunden. Und das war's. Das war es mit der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Aber dumm. Endgültig. Es war eine relativ lange Reise. Folge 12 ist das hier. Etwa genauso lang wie das Original. Diese Afterstory ging ungefähr 10 Minuten länger. Das Video ging zwar eine Viertelstunde länger damals, aber die Hälfte des Videos habe ich gelabert. Und ja, das war die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition in dumm. Ich werde das jetzt hier einfach so frei raus sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch, der diese Worte gerade sieht, dieses Video einzeln sieht, oder wer von euch die gesamte Walross-Edition in dumm als ein Video sieht. Aber vielleicht sehen wir uns wieder. Wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt. Ein paar Wochen werde ich mir frei nehmen vorher, aber ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, dass innerhalb der nächsten Woche, Alter, innerhalb der nächsten Wochen wird so viel abgehen. Dieser Kanal wird explodieren. Seid gehypt. Wir sehen uns. Bis bald. Es war eine tolle Reise. Und wenn Lord Ecke im nächsten Teil auch nur eine Sache wirft, werde ich das Projekt auf der Stelle beenden.